zu Berti und Renfield, das Rindvieh. Schade, dass es kein Auto mit einem Rindviehchen gibt. Das würde passen. Also Red Bull, Rindfield. Na, auf jeden Fall, die beiden ohne Zeit. Und ich vermute sowieso, oh, René. René hat jetzt seine 1:42.696 gefahren. Und das ist schon eine richtig gute Zeit. Das ist schon eine richtig gute Zeit. Ich glaube, besser, gestern war noch ein paar Zehntel schneller. Aber diese Zeit. Und ich schätze mal, das ist auch kein Pokerface. Wobei, er hat eh nichts zu verheimlichen. Weil die Leute haben es ja auch schon gestern gesehen, was er fahren kann. Und Scara ist wieder die üblichen aktuellen 6 Zehntel hinterher. So, 7 Zehntel, so war es auch gestern. Oh, Scara! Breakdance einladen. Oh, wow. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, ich habe einen Einschlag gehört. Einschlag war da. Übrigens, einen Einschlag gibt es auch. Habt ihr alle Renault Clio-Fahrer? Wir haben jetzt übrigens kurz einen Bildausfall. So, alle Renault Clio-Fahrer. Wenn man im Setup was umstellt und man bestätigt, stetigt es, dann haut es die Kiste erstmal nach oben und macht es wie, wenn man gegen irgendwas drauf fährt. Ich kann das mal zeigen. Vielleicht klappt es jetzt gerade. Ich stelle mal gerade mal hier was ein. Ganz amüsant. Wir stellen jetzt einfach mal hier Tuning Car Slicks ein und machen okay. Ja, Vorführeffekt. Nichts passiert. Naja, dann tanken wir mal geschwind. Oh, Krugi hat's. Ah, schön. Krugi hat's mitbekommen. Und wechselt den Style. Wunderbar, wunderbar. Es läuft. Ich werde jetzt nochmal nachtanken. Irgendwas. Ich werde jetzt tanken. Ich werde jetzt tanken und tanken. Qualifying Tank. So, und wir betätigen. Und nichts passiert, also. Egal. Ja, das ist typische Vorführung. Oh, Fried und Prinz, hier. Plotti. Peter. Ja? Die Audienz. Wo ist denn das eigentlich? Ich sehe es gerade im Moment. Berti hier abseits, ja, ziemlich weit draußen. Interessant, interessant. Jetzt wird der Grill ausgepackt, der Sonnenschirm. Ja, ein Gänseblümchen gepflückt. Ja. Ja, in dem Sandkasten wird es keine geben. Wahrscheinlich Katzen-A, aber das war's dann. Naja. Interessant ist, oder was man schon fest sagen kann, René zeigt kein Pokerface, er gibt schon wirklich alles hier jetzt auch schon im freien Training. Lenkrad wieder ausgefallen. Oh, okay. Hoffentlich ist es gleich wieder alles okay. Ja, technische Probleme gerade bei Fried und Prinz Team. Das Lenkrad ist ausgefallen. Ja, heutzutage sind die Lenkräder mit so viel Technik in den Autos, selbst im Renault Clio. Und da kann schon mal die Elektronik versagen, leider. Sollte nicht, aber naja, keine schöne Sache. Aber wieder. Und wir hoffen natürlich, ja. Wir haben gerade auch wohl technische Probleme noch über Twitch. Tut uns natürlich sehr leid. Aktuell ist irgendwie ein Satellit im Nebel und deswegen ist der Funken nicht reibungslos. Unsere Techniker arbeiten schon daran und ja. Die schießen jetzt einen zweiten Satellit hoch, dass wir dann gute Verbindung haben. Na, sei es drum. Schön wär's. So, aktuell. Und man muss sagen, Markus Kemp alias Wöller hat Zeit gefunden. Wirklich Zeit gefunden. Ja, Peter, genau. Jetzt habe ich, glaube ich, genug gesprochen. Jetzt bist du mal dran. Jetzt erzähl mal, was passiert denn so? Ja, Krugi hat seinen Stall geändert in Anderson. Das scheint jetzt zu stimmen. Und so wie das aussieht, sind wohl alle Fahrer bis auf Sigi auf dem Kurs.
versuchen, ihre Zeit hier zu verbessern, an ihm zu trainieren. Es gibt natürlich immer noch etwas an Setup zu verbessern. Mach mal dein Mikrofon wieder wie vorhin. Du hast das, glaube ich, ein bisschen geändert. Du bist ein bisschen leiser geworden bei mir. Du bist leiser geworden? Das täte mir jetzt leid. Ich versuche es wieder. Ja, man hört dich kaum. Immer noch? So wie gerade eben. Wie vorhin die ganze Zeit. Ich habe das eigentlich wie gerade eben, aber weiß ich nicht. Dann hast du nur leiser geredet. Dann musst du wieder deine Stimmbänder aktivieren und... So etwa? Mi. Ja. Ja, wie ich schon sagte, es sind fast alle auf dem Kurs, bis auf Görlers, der jetzt wieder in die Werkstatt gefahren ist und hier die ein oder andere Schraube nachdrehen lässt, denke ich mal. Zurzeit auf Platz 3 mit der 1:43.423. Das ist eine relativ gute Zeit. Er hat tatsächlich hier gute Zeit gefunden. Fantastisch. Skara auf Platz 2 mit einer 1:43.341. Und René, wie erwartet, eine 1:42.491 auf Platz 1. Ja, und ich glaube, René zeigt auch schon wirklich, was in ihn steckt. Vielleicht macht er mal echt eine Taktik von vornherein und zeigt schon im Training, so Jungs, da, so läuft's. Naja, keine Ahnung, mit vollem Tank wird er auf jeden Fall definitiv jetzt nicht fahren, wenn er eine 1:42.491 fährt, also ist schon jetzt Qualifying-Niveau, ganz klar, die Zeit. Da braucht man nicht viel, ja. Ja, 1:41 haben wir jetzt noch gar nicht gesehen. Ist bestimmt auch irgendwie möglich, aber bis jetzt haben wir sie noch nicht gesehen. Ich glaube, das Beste, was wir gesehen haben, war eine 1:41.1 irgendwas und das war auch von René. Also ganz knapp an der 1:41. Mhm. Oh, und wieder hat Einschläge. Sie hat leider einen Einschlag, hat sich verbremst und ist in die Leitplanken gefahren und sofort wieder in die Box zurück. Boah, und nochmal ein Einschlag. Direkt zu reparieren. Wir haben gerade ein bisschen ein technisches Problem. Ja, welches? Ja, ein ganz komisches Phänomen gerade bei Skara. Skara stand gerade eben bei mir mitten im Einschlag an der Mauer und auf einmal war er auf der Zielgeraden wieder und ist gefahren. Merkwürdig. Müssen wir mal im Auge betrachten. Aber jetzt fährt sich ganz normal, aber irgendwas war gerade etwas komisch. Ja, und ich habe auch schon wieder die ersten Tonausfälle, also Soundausfälle, da kann man, ja, damit müssen wir leider heute auch rechnen. Ja, also bei Skara sieht alles in Ordnung aus, sein Fahrzeug ist völlig in Ordnung. War das vielleicht ein Anzeigefehler? Könnte sein. Ja, René wieder auf der Zielgeraden. Mal schauen, ob er seine Zeit verbessern konnte. Nein, gleich geblieben. Ihr konzentriert euch mal bitte schnell aufs Rennen. Sie sagen, Skara leckt, ich habe keine Ahnung. Müssten auch mal andere sagen, aber wir schauen uns das Ganze an. Notfalls den Stream ausmachen, wenn es laggt. Am meisten ist es immer, dass alle Fahrer den Stream ausmacht, weil auch der kostet Ressourcen. Man kann ja das Ganze dann im Nachhinein anschauen auf YouTube oder auf Twitch selber, wird es im Archiv gespeichert, um jede Performance, wenn einer nicht so eine super duper Extremleitung hat, um Performance alles ins Spiel zu stecken. Dann noch den Porno-Download aus und sonstige Downloads und ab geht's. Naja, aber wir halten das natürlich jetzt im Auge mit Skara. Ich weiß nicht. Ich verfolge ihn gerade ein bisschen. Und schaue, aber bisher sieht alles sauber aus. Und er ist wieder in der Werkstatt.
Danach kannst du ihn wieder anmachen, kein Thema. Du fahrst ja eh nicht. Du kannst es ruhig. Nur die Fahrer sollen ihren Download ausmachen. So. Aber jetzt gucken wir mal nach hinten. Weil hinten haben wir noch viel zu wenig aufmerksam geboten. Ja, hier Sasu jetzt aktuell auf 7 mit einer 1,45. Sigi auch mit einer 1,45 auf 8. Brandai auf 9 mit 1,45. Also es gibt wieder diese Grüppchen. Immer diese Grüppchen. Und es ist interessant. Auf jeden Fall. Aktuell ganz hinten Krugi mit einer 1,46, aber ich denke auch, dort wird noch was kommen. Jetzt in dem Moment ist was gekommen, da hat er 1,45 gefahren. Natürlich sind es immer noch 3 Sekunden zu René. Und auch der Zweitplatzierte, Scara, hat im Moment noch 8,5 Zehntel auf René. Also René legt die Messlatte hoch. Allerdings Markus auch ganz gut unterwegs in der Table Dance Bar. Ja, muss man auch sagen. Gestern war er noch bei weitem noch nicht oben. Beim letzten Mal der Drittplatzierte, Moritz Meyer, aktuell noch auf 4. Kann noch nicht, ja, dem fehlen auch noch 7 Zehntel, dann wäre er zumindest mal in dem Zeitfenster von Scara und Markus oder Wöller, ja. Ja. Es sind aber noch 7 Minuten im freien Training und dann geht es ja erst richtig los. Dann kommen wir ins Qualifying und ich denke mal im Qualifying. Da könnte durchaus der eine oder andere noch was zeigen. Ich bin mir bekanntlich, werden da viele Zeiten noch mal schneller. Wobei bei René, ich bin mir nicht sicher, ob da noch was schneller wird. Das ist schon extrem gut. Ja, lassen wir uns überraschen. Natürlich ist dieses Rennen auch geprägt von den Boxenstopps. Und wir haben wieder ein Brandai. Okay. Macht auch ein Picknick. Ja, irgendwie halt. Ja, Betty. Einzige Frau im Feld ist noch auf Platz 2. Jetzt bist du wieder leiser, du vergisst manchmal zu laut zu reden, da haben die Zuschauer dich nicht. Ja, wie kann ich das ein bisschen. Ja. Wir schweißen das jetzt fest an deinem Mund mit Patex. Ja, genau. Ja, Bertie versucht immer noch ein wenig Zeit zu holen, immer noch aktuell auf Platz 12. Einzige Frau hier im Feld. Und wir schauen mal, sie kommt jetzt gerade auf die Startzielgerade. Vielleicht können sie hier noch die eine oder andere Zeit verbessern. Ja, das war eine und Zeitverbesserung. Hat jetzt eine 1,45, 8,63 gefahren. Also hat hier tatsächlich auf die einen oder anderen Zehntel gefunden. Ja, noch 5 Minuten im freien Training. Die Zeit läuft runter. Und ich kann ja nochmal den Tabellenstand vorlesen, wie es aktuell in der Liga aussieht. Wir sind jetzt im zweiten Rennen von 4. Im ersten Rennen ging es folgendermaßen aus. René auf Platz 1, Scara auf 2, Moritz 3, Krugi auf 4, Berti auf 5, Wöller auf 6, Sasu auf 7, Frequencer auf 8, Renfield auf 9, Dark auf 10, Brandai 11, Sigi 12, GPO und Taxi, die haben beide 0 Punkte gehabt. Dementsprechend 13, 14 oder beide 13. Wir schauen jetzt nochmal, ob wir noch jemand einladen müssen. Ein Fahrer fehlt noch, der ein bisschen später heute ankommt. Wir hoffen, dass er noch ankommt. Ich schau mal in dem Moment. Schon im freien Rennen, freien Training, jeder schon so seine Messlatte setzt.
Hier wird wirklich gefightet um jede Zehnte. Und schaut, wie sich das Fahrzeug möglicherweise auch im vollgetankten Zustand noch verhält und versucht hier wirklich seine Bestzeiten zu fahren. Was natürlich ganz klar für die Fahrer spricht, wenn man sich so die Fahrzeuge ansieht. Das Setup scheint in der Regel zu stimmen. Hier scheinen also einige Ingenieure ihre Arbeit wirklich abgeschlossen zu haben und hier nur noch Feintuning vornehmen. Das ist natürlich sehr schön zu schauen, zu sehen. Ich möchte einen kleinen Moritz Meyer hat doch. Hinweis geben, kurz noch. Seid uns nicht böse, aber wir gehen während im Rennen oder während so einem Rennabend wollen wir nicht so viel auf die Fragen eingehen. Dafür gibt es die Abende wie gestern, wo wir Trainings machen, da probieren wir alle Fragen zu beantworten. Ansonsten wollen wir uns doch gern auf die Moderation konzentrieren und nicht großartig solche Fragen beantworten. Habt Verständnis, dafür gibt es ja dann die anderen Tage. Danke. Peter, du kannst weitermachen. Ja, ich werde jetzt mal so die einzelnen Fahrzeuge durchgehen. Die René auf Platz 1 mit einer 1,42,491. Auf Platz 2 Wöller hat sich vorgearbeitet auf Platz 2 mit einer Puh, 1,43,097. das ist aber wow, okay. Gara auf Platz 3 mit einer 1,43,341. Auf Platz 4 Moritz Meyer mit einer 1,44258. GPO mit einer 1,44686 auf Platz 5. Auf Platz 6 Berti hervorragend hervorgefahren mit einer 1,44843. Das ist eine wirklich sehr gute Ausgangsphase für Berti. Ausgangsposition besser gesagt. Dark dürfte vielleicht hier noch etwas pokern. Mit einer 1,44892 auf Platz 7. Auf Platz 1 Zazu mit einer 1,44996. Auf Platz 9 Sigi mit einer 1,45164. Auf Platz 10 Bandai mit einer 1,45557. Auf Platz 11 Krogi mit einer 1,45579. Greenfield ist zurzeit in der Werkstatt bei seinen Ingenieuren und versucht dort wahrscheinlich noch das ein oder andere Problem zu lösen. Zurzeit mit einer 1,46207, die wahrscheinlich doch deutlich zu langsam erscheint. Und also zum Schluss auf Platz 13 Taxi mit einer 1,46301. Ja, und wenn wir das nicht besser wissen würden, könnt ihr gerade meinen, dass jetzt schon Qualifying ist. Also manche geben jetzt schon richtig Gas. Also ich bin gespannt. Ja, Ja, vor die allem geben wirklich für Markus alles, ist für ne? mich die persönliche Überraschung im Moment mit dieser Zeit. Ganz ehrlich, ich habe gestern das Training zugeschaut und das ist gerade echt eine Überraschung, dass wir den jetzt unter den besten drei. Also wenn er diese Zeit nochmal fahren kann im Qualifying, alle Achtung. Also das sind wir echt gespannt. Also Das ich wird ein glaube, spannendes Qualifying. also sind so weit weg von René ist er nun mal nicht, ne? Ja, das ist es ja, das sind 6 Zehntel. Natürlich sagen wir aber auch immer, Zeit ist nicht alles. Es ist nur die konstante Zeit, die zählt. Es bringt einem nicht, eine Runde super schnell zu fahren, wenn er dann 36 Runden, ja, eine Runde toll, eine Runde 2 Sekunden langsamer, dann, ja, bringt es einem gar nichts. Ja, man reden. Ne? Das Rennen wird nicht gewonnen durch einen schnellen Sinn, sondern Konstantheit ist hier wirklich maßgeblich. Ja, Markus sagt jetzt auch, okay, ey, gestern war ich auf Quali 4. Hallo, du warst gerade auf Platz 2. Das ist nochmal ein Unterschied. Und zwar genau um 2 Plätze. Also für mich ist es eine Überraschung. Und vor allem hast du gestern bei weitem nicht die Zeit gefahren, die du jetzt gerade gefahren bist. Um das geht's. Also, alle Achtung. So, Hat also und wirklich schwer gearbeitet. ja, Muss man und das sagen. Qualifying hat gestartet. Jawohl. Jetzt wird Tacheles geredet. Hier nochmal der ganze Kurs.
Und man sieht schon, wie alle Fahrer rausfahren, so gut wie. Ich denke, es sind nur noch zwei Stück drin. Und ich glaube, Krugi aktuell vorne. Ne, ist es doch Skara, glaube ich. Skara ist momentan. Ne, Krugi. Täuscht mich. Krugi. Moment mal, ich muss mal gucken, wer das ist hier. Ja, da, hier. Hat man gleich schon. Müsste Dark sein. Ja, Dark. Dark geht gleich auf als erstes in die schnelle Runde. Und dann schauen wir mal, wie schnell die schnelle Runde denn dann ist. So. Und er startet jetzt. Geht in die erste Kurve rein. Und dann kommt die langgezogene Kurve, die man richtig gut erwischen sollte, sonst tragt es einen ewig raus. Und vor allem das Ende von der Kurve kann auch manchmal auch das Ende vom Rennen sein. Also, ja, nein, nicht direkt das Ende, aber ist eine ganz schwierige Sache, finde ich, das, der Ausgang. So, und wir werden jetzt die erste Sektorzeit gleich bekommen von Dark. Eine 34.053. Natürlich sehen wir jetzt gleich auch noch von den anderen Fahrern die Sektorenzeiten. Und wir haben nochmal eine weitere von Sasu. 34.331. Und oben fängt auch schon an. 34.308 und 33.542. Aktuell Dark die beste erste Sektorzeit von denen, die jetzt eine haben. Ne, ich lüge. Moritz Meyer, Mensch, 33. Nicht 34. Ich hab Skara. Ja, jetzt kommen so viele Zeiten. Wir können einfach mal gucken auf die zweite Sektorzeit. Skara ist schon ganz gut, glaube ich, hier unterwegs. Mit einer 33. Aber Dark hat jetzt die zweite Sektorzeit. Ja, das sieht man doch, ja, die anderen 43, Dark 44, das wird wohl wahrscheinlich eine 44er, 45er Zeit, werden wir sehen, und ich habe wieder gelogen, es war eine 43,9, ja, so kann man sich vertun, auf jeden Fall wissen wir es jetzt, ja, nee, das war auf jeden Fall schon mit Zeit gefunden, und wir haben jetzt auch die ersten richtigen Zeiten, und... Okay, Moritz Meyer, 1,42,925. Ja, Skara mit einer 1,42,327. Meine Herren, da ist ja schon René ziemlich nah. Und vielleicht sehen wir tatsächlich, Peter, die 41 heute noch fallen. Was ich, ja, was sehr schwer sein wird, aber wer weiß. Ich traue heute den Jungs alles zu. Ja, das ist für mich auch eine Überraschung. Dann hat er Skara wohl im freien Training eigentlich nicht auf Zeit, sondern vielleicht mehr auf das Auto seinen Fokus gelegt. Und er ist hier eben mal jetzt zur Zeit die schnellste Runde in dieser Veranstaltung gefahren. Und wir schauen jetzt ganz klar auf René, der noch keine Sektorzeit hat. Also sprich, der müsste jetzt gleich die erste Sektorzeit bekommen. Ja, er ist jetzt in seiner schnellen Runde. Ich blende gerade mal immer wieder mal ein bisschen die Tabelle ein, damit ich da ein bisschen was... Ja, Willis mit der 33.548 bisher die beste erste Sektorzeit. Jetzt so. Tatsächlich. René kommt jetzt in den ersten Sektor und 33.379. Das ist wieder eine Verbesserung. Ich habe so den Eindruck, dass man wirklich hier mit dem Renault erstmal so ein, zwei, drei Runden fahren muss, damit die Reifen richtig ihren Grip erreichen
um hier wirklich gute Zeiten. Ja, ist ja auch ganz klar. Das hätte uns eigentlich auch mir persönlich gleich einleuchten können. Der Renault Clio startet im Qualifying mit kalten Reifen. Nur beim Start ist er mit warmen Reifen. Und es ist ja ganz klar, dass sie erst in 2-3 Runden erstmal ihre richtigen Zeiten fahren können. Also von dem her ist die Zeit von Scara erstaunlich gut, weil eigentlich hat er noch nicht... Ja, das ist echt... Puh. Und auch Moritz Mayer. Aber wir können jetzt mal schauen. René immer noch... jetzt im zweiten Sektor und jetzt befindet sich im letzten Sektor und jetzt bin ich mal gespannt, jetzt kriegen wir ja die Zeit jetzt gleich. So, René! 1-2 auf Platz 2. 1-42-3-9-5. Und wie knapp! Mensch, Leute, wir können uns heute auf ein spannendes Qualifying und Rennen freuen. Also Leute, die schenken sich nichts. Und auch Moritz Mayer hat auf jeden Fall die 42 gefunden. Das ist auch nur, das sind auch nur 6 Zehntel, also auch nur ist im Rennsport 6 Zehntel viel, aber vorhin waren es noch 1,7. Da war er auf Platz 4. Jetzt bin ich gespannt, ob Markus auch nochmal seine Zeit fahren kann, was ich ganz fest ausgehe. Noch keine Zeit haben Siggi. Na, Siggi hat noch keine Zeit, sonst haben alle eine Zeit. Ich bin gerade jetzt hier bei Markus, also bei Herrn Böllers, der jetzt genau in die Zielgeraden einbiegt. Und wir schauen mal, ob er hier seine Zeit nochmal verbessern konnte. Ja, er konnte sie. 1,43, 1,73. Und damit immer noch auf Platz 4. Ja, Moritz Mayer hat natürlich, er hat gepokert. Er hat noch nicht alles gezeigt im Training. Definitiv nicht. Und wir haben ja noch 22 Minuten im Qualifying und ich glaube, da könnte noch was passieren. Ich habe gestern bei René die 1,42,1 gesehen. Eins nochmal was. Und natürlich war die schon extrem gut. Auch wenn er die nochmal abruft. Der jetzt hier gerade auf die Zielgeraden zuläuft. Und wir schauen mal. Nein, er konnte seine jetzige Zeit nicht verbessern. Aber Scara hatte einen Einschlag und musste natürlich zurück in die Box. Muss jetzt wieder mit kalten Reifen starten und ein paar Runden drehen, dass er wieder auf Temperatur kommt. Jetzt Moritz. Auch keine Verbesserung. Markus fährt auch wieder raus. GPO. Aber schau mal, wie eng die alle zueinander stehen. Das ist ja fantastisch. Renfield jetzt auch mit der Zeit. 1,46, natürlich ja. Ein bisschen. Ja, Renfield dürfte also wirklich nicht zufrieden sein im Moment. Das ist in jedem Fall jemand, der gut im Mittelfeld mitfahren kann. Und ich denke mal, im Moment läuft das bei ihm nicht so. Und das wird er so nicht stehen lassen können. Ja, wobei, er hat ja angefangen mit einer 1,53 auf der Strecke und hat sich ja zumindest jetzt mal schon ein bisschen runter gearbeitet. Aber ich denke, der wird noch ein bisschen was finden. Das denke ich auch. So, wir schauen mal wieder auf Scara, nach wie vor in der Box. Ich glaube nicht, dass es darauf beruhen lässt. Der wartet jetzt erstmal, schaut noch ein bisschen sein Setup. Vielleicht kann man noch eine oder andere Schraube drehen. Noch ein Kaugummi in den Kühler stopfen und jetzt René kommt wieder rüber. Und keine Verbesserung. Das ist noch auf seiner Aufwärmrunde. Danach wird er kalte Reifen noch haben. Jetzt Moritz Mayer. Findet er die Verbesserung? Auch nicht. Aber wir haben ja noch Zeit. Aber ist schon verdammt gut. Da ist er doch im Training noch eine 1,7 hinterher gewesen zum ersten. Und jetzt sind es nur noch 6 Zehntel. Ja, nicht dann vorne mit. Ne? Also das ist schon fantastisch. Letztes Mal ist er auch Platz 3 geworden.
Und er ist auch ganz klar, hat er ja auch schon gesagt, er möchte da vorne schon mitfahren, aber schätze ich so, ja, unter den besten 5 Plätzen ein. Schauen wir mal. Bis jetzt sieht's. Oh. Ja, das muss man eigentlich über grundsätzlich sagen. Also alle Fahrer, die sich jetzt hier für ein Racing zusammengefunden haben, sind hoch motiviert. Die geben hier wirklich alles. Und man sieht es auch. Sie arbeiten an ihrem Fahrzeug, sie arbeiten an ihrem Fahrstil. Sie versuchen wirklich jeden Zehntel zu finden und ihn nie wieder liegen zu lassen. Und das ist also wirklich schon beachtlich, was die hier an Motivation reinlegen. Das ist wirklich Weltklasse. Hier wird wirklich ein Sport gezeigt auf einem anderen Niveau, allerdings etwas anderes als im Realen. Aber was die Jungs hier leisten, ist schon Weltklasse. Ja, natürlich hofft man natürlich auch, dass der Start wieder Weltklasse wird. weil das sind wir dann. Oh, Scara, ein Dreher. Scara ist auch wieder rausgefahren. Natürlich noch kalte Reifen und da hat sich's dann doch mal schnell gedreht. Ja. Jetzt, was ich auch noch sagen wollte, wie gesagt, ich würde nochmal die Info durchgehen. Wir werden während der Moderation nicht so auf die Fragen eingehen. Diese Fragen gerne zu den Trainingsstellen wie gestern oder sonst, aber während der Moderation, da wollen wir uns voll uns ganz auf das Rennen konzentrieren, weil wir laden ja auch die Rennen auf YouTube hoch und da ist es immer blöd, wenn man sich dann auf solche Fragen wegen so einem tollen Anlass ja, hergibt. Deswegen, sorry, morgen oder beim nächsten Mal kann ich gerne drauf eingehen. Ja, Scara hatte jetzt schon wieder einen leichten Berührung mit der Leitplanke. Ja. Das ist bestimmt nicht so geplant. Das ist nicht so geplant. Schau mal, wie sein Auto aussieht. Obwohl sein Fahrzeug ist eigentlich, weist eigentlich kaum Schäden auf. Es scheint also alles nur leichte Berührung gewesen zu sein. Es sieht alles schön gerade aus. Also ich denke mal, er wird nicht in die Box fahren. Und man muss immer noch sagen, aktuell Scara immer noch vorne, zwar hauchdünn, aber bis jetzt konnte René noch nicht die Zeit fahren. Und mittlerweile ist der Scara schon wieder auf der Piste, allerdings, ja, mal schauen. Auch Moritz konnte noch seine Zeit noch nicht verbessern. Insgesamt alle drei oben konnten ihre Zeit noch nicht verbessern. Ach, schau mal, wie die Enten hintereinander fahren, also das ist schon... Also da können wir uns. Oh, René hat den Verbremser. Hat ein bisschen zu viel Gas gegeben in der Rechtskurve. Und hat dann ein wenig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Konnte ihn aber noch gut abfahren, ohne anzuwecken. Konnte er sein Fahrzeug wieder auf die Strecke bewegen. Und setzt jetzt gleich wieder zu einem neuen Stint an. Ja, und wir gehen auch mal auf die hinteren Plätze. Also was heißt hinteren Platz, ist es ja noch nicht ganz hinten, aber auf Platz 5 GPO mit einer 1:43.657. Auf Platz 6 Dark mit einer 1:43.927. Auf Platz 7 Siggi mit einer 1:44.103. Brandei auf der 8 mit 1:44.374. Krugi auf der 9 mit 1:44.461. Auf Platz 10 Berti mit 1:44.470. Sasu auf Platz 11 mit einer 1:45.248. Platz 12 Taxi mit 1:45.417. Renfield hat eine Sekunde wieder gefunden, aber ist immer noch auf Platz 13 mit 1:45.424, aber auf jeden Fall wieder eine Sekunde besser. Hat ja noch 14 Minuten Zeit. Und ja, der Rest vom Schützenfest, ja, der fährt. Und wir nach wie vor vorne noch keine Verbesserung. Unter den besten, unter den ersten drei Plätze. Oh, irgendwas ist jetzt gerade, hat sich, ja, Dark ist eine neue Zeit gefahren und hat Markus von Platz 4 verdrängt für den Moment. Eine 1:43.164.
Und das ist natürlich auch knapp. Das ist natürlich auch knapp. Das ist ja wirklich sehr knapp. Das ist ja noch nicht mal ein Windbandschlag. Ja. Das ist schon fantastisch. Aber man sieht hier wirklich, die kämpfen hier um jeden Millimeter. Ne? Ja, das ist hauchdünn geschnittene Leona. Die passt da nicht mal mehr dazwischen. So, wir haben jetzt noch ganze 14 Minuten, ein bisschen weniger. Und da steht am Ausfahrt der Boxengasse und erwartet, ist gut Platz für schnellere Fahrzeuge. Okay, hier ist alles in Ordnung. Übrigens, wir haben noch gar nicht die Temperaturen heute angeschaut. Das sollten wir auch mal anschauen, ob sie wie, so wie gestern sind oder eher. Wir schauen mal Setup und ja, es ist so ungefähr, wir hatten das gleiche Wetter, also 36,8, hat sich nicht viel geändert zum Training gestern, also müssten die Daten ungefähr stimmen, wie sie gestern trainiert haben. Na, wir schauen aber wiederum noch mal ganz kurz, ob derjenige, unser Nachzügler, schon da ist. Der kann dann natürlich erst im Dings eingeladen werden. Sowas machen wir nicht mehr. Ja, genau. Aber ich wollte nur schon mal schauen, ob er überhaupt rechtzeitig ankommt. Und bis jetzt ist er noch nicht da. Er hat natürlich nicht mehr lang Zeit. Und wiederum nur im Warm-up. Das ist halt immer so eine kritische Sache. Da ist man halt total kalt. Und ich bin noch gespannt, wird René noch die Zeit finden oder nicht? Das ist, ja. Ich würde sagen, bevor wir jetzt in den Endspurt gehen, ich würde gerade mal hier René einblenden, werde ich noch mal ganz kurz verschwinden, mich vorbereiten aufs Rennen, sprich noch mal schön aufs Klo, noch mal in der Küche. Ja. Den Oblik. Tee mit. Genau, den richtig. Ja, aber diesmal ein echter Tee. Den speziellen Tee gibt es erst Samstag, wenn ich selber fahre. Der Beruhigungstee. Ah, okay. In dem Sinne, bis gleich. Peter, unterhaltet euch dabei. Ja, bis gleich. Ja. Warum haben wir Bluescreen? Ach so, okay, sind wir so lang unter. Oh, sind mal einiges hinter. Okay, alles klar. Ja, während Manu sich dann vielleicht noch auf das Örtchen bewegt und dann noch in die Küche, werde ich nochmal die aktuelle den aktuellen Stand unserer Fahrer vorlesen. Unverändert bleibt Skara auf Platz 1 mit einer 1,42,327. Auf Platz 2 René mit einer 1,42,395. Auf Platz 3 Moritz Meyer mit einer 1,42,925. Gefolgt auf Platz 4 Dark mit einer 1,43,164. Auf Platz 5 Wallace mit einer 1,43,173. Dann GPO auf Platz 6 mit einer 1,43,657. Auf Platz 7 Sigi mit einer 1,44,064. Bandai auf Platz 8 1,44,089. Auf Platz 9 Krugi mit einer 1,44,64461. Ja, ja, mit dem Lesen, das sollten wir noch mal ein bisschen üben. Auf Platz 10 Berti mit einer 1,44,470. Auf Platz 11 Sasu mit einer 1,44,520. Mit einer 1,45,396 Taxi auf Platz 12. Und auf Platz 13, das Schlusslicht, Renfield mit einer 1,45,424.
Ja, wie das aussieht, scheint im Qualifying jetzt so alle Karten und alle Zeiten offengelegt zu sein. Und man hat sich hier sortiert, obwohl Plätze 1 bis 5 immer noch um Zehntel Sekunden kämpfen. Und wir doch hoffen, dass sich hier vielleicht auch noch eine Verbesserung der einzelnen Fahrer ergibt. Und René beispielsweise jetzt durch die Zielgeraden konnte seine Zeit aber nicht verbessern. Moritz Mayer mit einer 1:42,9, 2:5. Aber hier, Wallace jetzt auf der Zielgeraden, zurzeit mit einer 1:43, 1:73. Und konnte seine Zeit auch nicht mehr verbessern. Es scheint irgendwie, dass die Fahrer im freien Training doch mit leerem Tank gefahren sind und wir jetzt einfach mal versuchen, obwohl im Qualifying macht das mehr Sinn, mit leerem Tank zu fahren. Da stellt sich für mich die Frage, was haben die dort gemacht, dass sie da bessere Zeiten fahren und hier jetzt plötzlich nicht mehr? Also, Wörlers ist in jedem Fall für eine 1:42 gut. Gar keine Frage. Dark steht am Straßenrand. Was ist hier? Irgendein Problem? Lenkungsproblem? Lenkung ausgefallen? Sieht fast so aus, als wäre hier. Lege hier ein technischer Defekt vor. Die Vorderachse scheint sich nicht mehr so richtig zu bewegen, wie sie sollte. Und jetzt fährt aber nicht in die Box. Bleiben wir hier mal kurz bei Dark. Nee, also es sieht eigentlich alles sauber aus. Der Fehler scheint behoben. Und So, fährt und einfach wir Entschuldigung. seine Runde weiter. Ja, kein Problem. Fährt seine Runden weiter. Ja, es sah eben genauso aus, als hätte Dark einen technischen Defekt an seiner Vorderachse, aber es scheint sich doch wieder behoben zu haben. Und ich wollte Weil er sagen, fährt jetzt wieder. wir haben Ja. jetzt noch ja, ich wollte nur kurz sagen, wir haben noch 6 Minuten und du musst nach den 6 Minuten noch in die kurz noch zu den Fahrern sprechen, du weißt ja, Ja. und dann lade ich dich dann auch Ja. gleich wieder ein. Aber wir haben ja noch 6 Minuten. Also an der Tabelle hat sich eigentlich nichts verändert. Ist alles noch beim Alten. Auf Platz 1 Skara, gefolgt von René auf Platz 2, Moritz Mayer auf Platz 3, Wöllers auf Platz 4. Hier konnte er doch seine Position verbessern und hat sich vor Dark geschoben. Dark auf Platz 5, GPO auf Platz 6, Sigi auf Platz 7, Bandai auf Platz 8, Krogi auf Platz 9. Berti auf Platz 10, Sasu auf Platz 11, Taxi auf Platz 12 und Rainfield mit einer 1:45, 4:24, die er noch nicht verbessern konnte, auf Platz 13. So, und natürlich wollen Ja, wir auch in also den. dann werde ich mich mal in die Küche bewegen und mir mal ein Käffchen Genau, holen. bevor dein Das großer Dings kommt. Auftritt kommt, ja, genau. Großer ist gut. Bis Ja. gleich. Und wir wollen uns in dem Sinne auch mal wieder bedanken für die 67 Zuschauer. Vielleicht werden es nachher noch mehr, die uns heute wieder zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Toll, das motiviert weiterzumachen und überhaupt werden täglich mehr. Und in dem Sinne möchte ich auch noch an morgen anmerken. Morgen ab 21 Uhr die Vorberichte. Die Moderatoren werden Peter sein und Markus Kemp. Markus Kemp fährt ja heute. Ich selber muss fahren. Ja,
ich bin ja dran, da wird ja die Amateurgruppe 2 fahren. Ich muss von hinten fahren, weil ich eine Strafe bekommen habe. Kann ich auch offiziell nochmal sagen, nämlich auch ich werde nicht verschont. Ich habe gegen das Reglement verstoßen, weil ich im Qualifying einen eingeladen habe, weil es das Rennen, letzte Rennen war. Aber das ist keine, das gibt kein letztes Rennen. Jeder muss sich an das Reglement halten und es gibt auch keine Ausnahmen mehr. Und deswegen wurde ich strafversetzt und darf kein Qualifying machen. Ich habe das verdient, dazu stehe ich und in Zukunft werde ich das auch nicht mehr machen. Na, auf jeden Fall, morgen 21 Uhr die Vorberichte, ab 22 Uhr Training, Qualifying, Rennstart, ja. Und am Sonntag natürlich das letzte Rennen der Vorabliga, die Profis, das große Finale. Und dort fangen wir an ab 19 Uhr mit den Vorberichten und 20 Uhr, wie auch immer. So, und jetzt schauen wir noch. Wir haben noch gute drei Minuten und sagen auch noch guten Abend an allen Leute, die ich jetzt verpasst habe. Steel, Co. und Pipapo. Schönen guten Abend. Wir blenden ein. Und René hat es geschafft. Mein Gott, im selben Moment, wo ich gerade drauf schaue, hat René die Qualifying Pole Position. Jetzt noch 3 Minuten. Also Platz 1. Er hat wieder die 1:42.156 gefahren, die er schon gestern Abend gefahren hat. Und, oh, wow. Scara nicht weit hinterher, denkt sich jetzt auch, oh, das lohnt sich damit zum Rausfahren. Er ist in der Box und bekanntlich der Renault braucht ein paar Runden, bis er Grip hat. Und wie gesagt, er wird nicht mehr rausfahren. Also er wird zumindest diese Zeit wird er nicht mehr toppen. Moritz Meyer ist auch schon drin und er hat sich abgefunden, auch von Platz 3 zu starten, was ja auch toll ist. Wöller ist noch draußen, er versucht noch alles. Ihm fehlt ja auch nicht viel zu Platz 3. Dark auch noch unterwegs, GPO auch noch unterwegs, Siggi auch noch, Brandai auch noch, Sasu auch noch, Krugi auch noch. Berti auch noch, also fast alle noch unterwegs, außer die letzten drei, die ersten drei. Und mir kann ganz fest ausgehen, dass so gestartet wird schon mal. Nein! Wöller! Top-Zeit! Verdrängt Moritz Meyer mit einer 1:42.762 hat tatsächlich jetzt noch in der Runde Zeit gefunden. Da denkt man, ja, das war's. Ich denke, die letzten drei. Aber klar, Wöller war noch unterwegs und Wöller auch sofort, oder beziehungsweise Markus sofort in die Box zurück, ist bestimmt hundertprozentig zufrieden und hat noch die Zeit gefunden, die er auch schon im Training war, glaube ich. Ja. Der fleißigste war GPO mit 13 Runden aktuell. Und wow, klasse. Ja, also die hat sich ja, ich bin wieder zurück, mein Käffchen ist neben mir und freut sich und wie ich sehe, hat sich die Tabelle tatsächlich doch noch verändert. René, ja. Konnte seine Zeit noch deutlich verbessern und war das natürlich eine Überraschung, ganz klar. Und ja, wir schauen sehr gespannt auf das Rennen. So, Berti könnte es noch... Könnte noch eine Zeit fahren. Eine Verbesserung. So. Noch 50 Sekunden. Leider kann man angefangene Runden nicht zu Ende fahren nach der Zeit. Und wir schauen, Berti bleibt bei Platz 11. Und jetzt haben wir auch schon den Endstand wahrscheinlich. Krugi fährt zwar noch, aber ich weiß nicht, wo. Ne, ihm wird es nicht mehr reichen. Nein, ne, glaub nicht. In dem Sinne haben wir jetzt den Endstand und ich kann ihn ganz kurz vorlesen. René, Pole Position, Platz 1, Scara auf 2, Wöller auf 3, Moritz Meyer auf 4, Dark auf 5, GPO 6, Sigi auf 7, Brandai auf 8, Sasu auf 9, Krugi auf 10, der jetzt noch fährt, aber dem wird, ja, ihm wird es nicht mehr reichen, Berti auf 11, Taxi auf 12 und Renfield auf 13. So, jetzt werden wir ganz kurz uns vom Peter verabschieden. Er spricht nochmal zu den Fahrern und ich werde dich dann auch gleich nochmal einladen. Und ja. Ich komme dann gleich nochmal wieder. Ich hoffe, dass der Fahrstuhl funktioniert, dass ich nicht auch noch die Treppen rauf und runter laufen muss. Ich hoffe auch. Ja, obwohl, es tut natürlich für die Figur eigentlich gut. Ja. Ich bin gleich wieder da und
Meld mich dann gleich nochmal zurück. Okay, und ich schaue, ob unser letzter Fahrer eingetroffen ist. Und leider hat er es nicht geschafft. Also werden wir mit 13 Leuten starten, was aber auch sehr gut ist. Top, 13 Leute. Und wir hoffen jetzt auf ein spannendes Rennen. Die Fahrer haben jetzt noch 10 Minuten Zeit, nochmal in sich zu kehren. Sich Gedanken zu machen, wie läuft der Start ab. Jetzt fängt auch die Nervosität an. Die Anspannung vor allem. Jeder ist angespannt. Manche werden wahrscheinlich schon wieder auf der Piste sein, wobei recht wenig GPO. Frequenzer fehlt, der letztes Mal auf Platz 8 gefahren ist, aber der hatte abgesagt. Hat gesagt, er versucht vielleicht nach dem Qualifying zu kommen, aber es hat ihm nicht gereicht. Schade, schade, aber 13 Fahrer und GPO noch ein bisschen driften, ja. Vorhin noch Need for Speed gespielt und jetzt Project Cars, ja, fast das gleiche, nur in grün. Naja. Wir sind auch ganz schön hinterher, über 20 Sekunden, merke ich auf jeden Fall. Ja, sei es drum. Ihr werdet den Drift jetzt auch demnächst sehen. Und Moritz Mayer versucht auch noch ein bisschen. Jetzt fängt auch meine Anspannung so langsam an, weil wir müssen ja auch, wir können heute leider den Start nicht so zeigen, wie wir wollen. Da müsst ihr Verständnis haben. Mit dieser Zuschauerkamera gibt es im Moment sehr viele Probleme und leider können wir den Start so gut wie unmöglich zeigen. Tut uns auch immer sehr weh. Ich versuche ein paar Meter zu fahren, ja, um wenigstens ein bisschen zu erblicken, aber ich werde mich dann recht schnell hinstellen. Der Peter sowieso und gleich mal Gas und Bremse drücken, dass wir sehr schnell in der Sprecherkabine wieder sind. Um zu sehen, was es für Platzveränderungen gibt. Wenn wir jetzt gerade bei René sind, René bestimmt sehr, sehr angespannt. Gestern im Proberennen, im Trainingsrennen, den Start total vergeigt. Hat sich dann aber wieder komplett in 8 Runden vorgekämpft. Trotzdem, ich glaube, er möchte natürlich gleich vorne wegfahren. Ob es ihm gelingt, das werden wir jetzt gleich in wenigen Minuten erfahren. Genau genommen in 7 Minuten. So, auch Blotti übt nochmal seine Presse. Ne, Presse. Ja, was auch immer. Okay, machst du gut, Blotti. 1A. So. 6 Minuten. Und auch ich werde jetzt nochmal kurz rausfahren. Einfach so. Und ich werde jetzt den Blotti auch wieder einladen. Genau. Ich werde jetzt wieder in die Box gehen und Blotti einladen. Der hat noch keine Einladung. Und dann, sind wir gleich soweit. Rennen 2, Oschersleben. 36 Runden und wir werden bestimmt Boxenstopps sehen. Und nee, da ist er schon, der Peter ist schon da. Peter, ja, ist wieder da. Peter ist wieder da. Ich wollte dich gerade einladen. Ich habe den Weg alleine gefunden, also von daher. Ja. Ich habe ja auch extra Brotkrümel aus dem Fenster geschmissen. Ja. Ja, wie man gesehen hat, habe ich gerade noch einen kleinen Test durchgeführt, so dass es nachher beim Rennen problemlos vonstatten geht, dass wir uns hier ganz schnell wieder in die Box wiederfinden. Und so schnell wie möglich das Rennen moderieren kann und doch den einen oder anderen spannenden Moment vielleicht auch noch einfangen können, der sich im Start immer ergibt. Was mich jetzt ein bisschen erstaunt, Peter, relativ viele in der Box, die gehen jetzt wirklich nicht mehr raus.
Ich bin ja so einer, der dann nochmal nach dem Qualifying ist man recht leicht gefahren. Ich bin dann nochmal einer, der die Zeit nutzt eigentlich in der Regel, um das Ding nochmal voll zu tanken und ganz kurz zwei Runden zu düsen, um die Bremspunkte wieder ja verinnerlichen. Weil es ist ja doch einfacher, wenn man fährt und im Nachhinein das Auto leichter wird, dann gewöhnt man sich an die Bremspunkte. Aber wenn man davor ganz leicht gefahren ist, dann ist doch, ja. Also von dem her schon sehr viel noch in der Box. Renfield, ja, René, Dark. Ja, ich denke mal, dass die sich schon so eingeschossen haben, dass sie das genau wissen. Die werden auch versucht haben, mal einen kompletten Stint vorher zu fahren, also 30, 40 Runden. Und ich denke, die sind erfahren genug, Peter, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Du bist in-game auch noch zu hören. Wie geht das denn? Ich weiß es nicht wie, aber wir müssen das schnell lösen. Ich habe Leute, ich bitte euch, bitte Peter zu muten, oder keine Ahnung, oder sagt denen das bitte auch, dass sie hier reingehen sollen, Multiplayer und kurz draufdrücken und muten. Nicht, dass es wieder Beschwerden gibt. Ich habe keine Ahnung, warum das so kommt. Manu, ist es, glaube ich, vielleicht doch besser, wenn du mich einlädst. Vielleicht hat sich das Problem nicht gelöst. Ich gehe noch mal raus. Ansonsten sag ich Leute, oder sag's auch Skara, sag bitte, dass die Leute Peter muten, sonst nicht während dem Rennen wieder Probleme gibt. Ich lade nochmal ein. So, gibt es bitte durch, dass in Peter über Multiplayer-Sitzung rechte Seite R1 drücken und dann auf Peter drauf und sagen, Ruhe. Nicht, dass sich danach keiner beschweren kann. Bitte gibt es einer durch. So, ich bin wieder da und ich hoffe, ich bin jetzt etwas lauter. Ein Zuschauer hatte gerade darauf hingewiesen, dass ich doch sehr leise bin. Und ich versuche jetzt auch ein bisschen kräftiger zu reden, soweit es mir meine Stimme zulässt. Manu, kannst du mich hören? Ja? Ich kann dich laut hören. Das Problem ist halt immer, der Streamer ist ein bisschen lauter und dann müsste ich leiser reden, damit die anderen lauter und die Sound. Das ist eine ganz schwierige Sache, das überhaupt richtig eingestellt hinzubekommen. Leute, wir basteln da jedes Mal rum und macht man seinen Pegel zu laut, haben wir ein Echo. Also egal, wie wir es machen, das ist echt ein... Ja. Erst vielleicht nochmal an die Fahrer, ob die mich in der Lobby noch hören. Nee, wir können es jetzt auch nicht ändern, es tut uns leid, das ist jetzt immer gleich vom Rennstart. Der eine kann dich normal hören, der andere leiser, je nachdem, ob man über Boxen hört oder übers Handy, das ist immer ganz unterschiedlich. Insgesamt ist der Co-Moderator immer ein bisschen leiser, weil der, wo streamt, halt lauter ist. Das ist wir haben jetzt schon versucht, mich leise zu machen, also wir arbeiten daran und hoffen, dass es in Zukunft natürlich besser wird. Wir können es halt jetzt sowieso nicht ändern. Also ich bin jetzt gerade in der Lobby und ich werde dort nicht als sprechender Racer angezeigt. Also von daher scheint alles in Ordnung zu sein. Wir werden jetzt natürlich auch nicht mehr den Pegel hochdrehen, eine Minute vorm Rennen, weil dadurch hat man letztes Mal ein ganz schlimmes Echo und dann hat keiner mehr was davon. Also in dem Sinne, Peter, das Mikrofon richtig hin und so gut wie möglich reinsprechen. Ich bin eigentlich in der guten Position. Ja. Vielleicht liegt das einfach daran, dass ich ein Original PS2 Headset benutze. PS2, okay. Dann ist es schon sehr alt. Ja, aber das würde das dann erklären. Ja. Wobei, du bist jetzt bei mir auch wieder lauter. Du, manchmal fangst du so ein bisschen in dich zu kehren rein und dann wirst du automatisch leiser, ja. So, aber egal. Egal. Wir sind jetzt kurz vorm Rennstart. 10 Sekunden noch, Leute.
Ja, wie gesagt, da müsst ihr euch mittlerweile dran gewöhnen. Wir können es leider, ja, ist immer eine schwierige Sache. In den YouTube-Aufnahmen mit dem Kopfhörer höre ich ihn immer klar und deutlich, muss ich dazu sagen. Ja, wir arbeiten weiterhin daran und ja, werden dann noch mit dem Pegel rumspielen. Aber jetzt haben wir erstmal das Rennen. Renault Clio, Rennen 2. Und ja, ich stelle mich hinter Blotti. Blotti muss nur dahin kommen und so und oh, da war. Okay. Habt ihr das gesehen? Da hat man schon einen richtig technischen Fehler gerade. Da war jemand noch gestanden, obwohl er schon weg war, und einer ist mit zwei Vorderreifen gestanden. Da sind auch die ersten rausgefahren schon. Ich glaube, wir bleiben hier stehen. Ne, das ist noch schlechter. Wieder Probleme gehabt beim Start, aber ich glaube, das war nicht von den Fahrern her, das war einfach ein technisches Problem. Ich stelle mich mal genau hier um die Ecke hin. Wir schauen mal ein bisschen nach rüben, ob wir noch ein bisschen was sehen können. Ja, wir finden es auch schade, dass wir den Start nicht besser zeigen können. Da können wir leider nichts machen. Und schau mal, Peter, jetzt kommt der Start. Du musst mal schauen, was da vorne passiert ist. Gerade auf dem Stream. Da ist einer abgehoben. Und ja, keine Ahnung. Ich habe. Benzin ist leer. Benzin ist bei mir auch leer. So, jetzt müssen wir nur schnell disqualifiziert werden. Wir schauen schon mal nach hinten, wo die anderen Fahrer sind. Bis jetzt immer noch, ja. Oh, komm. Komm. Ich glaub's nicht, ja. Obwohl ich habe hier eine gelbe Flagge. Ich glaub's Ja, nicht, ne? jetzt kommen schon die ersten durch. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht, dass wir hier nicht schlecht stehen. Davor, oh mein Gott, wir werden nicht disqualifiziert. Das fängt dann natürlich gut an. Wir warten kurz noch den Moment. Wir wissen, wenn wir jetzt beide zurückgehen, Dann wird es nicht gespeichert. ja, das Das ist war hart. natürlich ganz schlecht. Alles durch, ja. Ja, aber wir sind hier eine ganz klare potenzielle Gefahr für die Fahrer und das sollte eigentlich hier funktionieren. Ja, keine Ahnung, was da jetzt wieder ist. Auf jeden Fall werden wir wieder Probleme haben. Wir müssen so in den Zu Dings tut. Ach, Mann. Ärgerlich. Wir waren nicht. Warum auch immer. Wir gehen so in die Box zurück, haben natürlich wieder diverse Probleme. Und ich. Ja, ich bin jetzt einfach mal vorne und guck mal. Und René hat aktuell Platz 1 behalten. Platz 2 Skara. Platz 3 Moritz Meier. Platz 4 Dark. Und wo ist der Markus? Markus Wöller auf Platz 5 mit der Table Dance Bar. Paar Plätze verloren durch den Start. Der Start war auch irgendwie technisch nicht astrein. Da gab es Probleme. GPO auf 6. Taxi auf 7. Hat Plätze gut gemacht. Krugi auf 8. Berti auf 9. Sasu auf 10. Renfield auf 11, auch Plätze gut gemacht. Brandei auf 12. Siggi auf Ein 13. starker Verbrenner von Sigi und Brandei konnte nicht rechtzeitig bremsen. Aber sie sind beide wieder auf der Strecke und ja, dadurch hat Renfield natürlich einige Meter verloren und ist ein Platz zurückgefahren, beziehungsweise zwei sogar. Und ja, okay, ich denke mal, er wird mit dem Ball bleiben. Er ist, denke ich, einfach nur ein Verbremser gewesen und ziemlich an einer ziemlich unglücklichen Stelle. Also von daher alles in Ordnung. So, und die ersten 5 Plätze, die fahren richtig nah zusammen. Nochmal hier komplett alles eingeblendet. René Skara, Moritz Meier, Dark und Wöller.
René kann sich schon leicht absetzen und wir schauen jetzt mal einfach, was aktuell die Zeit ist. Ja, ist noch nicht abgesetzt. Das sind 2 Sekunden. Das ist noch gar nichts. Also von dem her. Taxi, sein Mikrofon leuchtet auf. Nicht gut, nicht gut. Wer weiß, ob es eine verpackte Anzeige war und wieder einen Fehler gibt, aber bitte unter Kontrolle bringen. Notfalls das Headset mit irgendwas zukleben, dass kein Ton mehr durchkommt. So. Und es bleibt spannend. Ja, Berti konnte einen Platz gut machen über ihren Qualifying, auch vom Platz 10 auf Platz 9 vorgefahren. Und hört jetzt langsam auf Krogi auf und auf Taxi. Und wir wollen mal schauen, wie gut sie doch in der Lage ist, hier an den beiden vorbeizukommen. Sie scheint, so wie es mir erscheint, ist sie doch in einem Tritt schneller als die beiden. Ja, sie kommt sehr gut nah ran. Und ich sehe, René hat wieder ein bisschen Zeit gefunden, auf jeden Fall. Dürfte jetzt ein bisschen mehr sein wie 2 Sekunden. Ja, 2,5, so sah es auch aus. Und hat schon im ersten Sektor wieder 2 Zehntel minus, also pro Runde wird es interessanter. Und auch Moritz ist jetzt auf Platz 2. Hier ist was passiert. Dark auf Platz 3, gab es wohl einen Verbremser, Wöller auf 4 und Skara ist auf die 5 zurückgefallen. Skara, da war irgendwas. Das haben wir natürlich jetzt in dem Moment gerade umgeschaltet und nicht gesehen und ja, Skara jetzt natürlich auf dem 5. 33 Runden zu fahren und ja, das wird spannend jetzt. Das ist natürlich ein ganz klarer Vorteil jetzt für René. Das ist natürlich ein klarer Vorteil. Sein engster Verfolger ist aktuell auf Platz 5 zurückgefallen und das bestimmt nicht gewollt. Aber das Rennen ist lang und es wird ja auch noch Boxenstopps geben, hundertprozentig, da bin ich mir sicher. Vor allem den Speed, die die Jungs fahren. Ja, es ist einfach fantastisch, wie gut sie doch mit diesem Fahrzeug zurechtkommen. Ich denke mal, die werden sehr viel Spaß haben mit dem Auto. Und man merkt es auch. Ne? So. Ich werde mal so weiter nach zurückgehen, gucken, was Berti macht. Der aktuell immer noch auf Platz 4, 9, mit einer 1,44,599. Auf Platz 10, Sigi mit einer 1,44,644. Auf Platz 11, Sasso mit einer 1,45,711. Und kommt Sigi jetzt doch näher. Auf Platz 12 Van Dijk mit 1,45,470. Und auf Platz 13 Rainfield mit einer 1,47,260. Durch den Verbremser wird es jetzt natürlich schwierig für ihn, das Feld einen Anschluss an das Feld zu bekommen. Aber ich bin da guter Hoffnung, dass er das ganz gut für sich regeln wird. Im Moment hat er auf jeden Fall freie Fahrt und kann sich entfalten. René mittlerweile auch schon im Renntempo eine 1,42,980 gefahren. Ja, 8 Zehntel langsamer wie seine Quali-Zeit. Man weiß ja nicht genau, wie er fährt. Auf jeden Fall ist er schon fürs Renntempo eine richtig gute Zeit. Wenn man bedenkt, dass der Zweitplatzierte aktuell eine 1,43,487 fährt, so eine halbe Sekunde langsamer. Ja, ich kann nur hoffen, dass René immer noch seinen Fokus auf die Reifen hat, die ihm wirklich ausschlaggebend sind. Und dass er hier nicht in den ersten 10 Runden hier seine Reifen so dermaßen verheizt, nur um Abstand zu gewinnen. Aber ich denke mal, er ist erfahren genug. Ja, und Markus sitzt auch ziemlich nah an Dark dran. Ich glaube, Markus hat ja auch schon im Qualifying gezeigt, dass er schneller kann, aber man muss halt auch vorbeikommen und das ist recht schwierig, sowieso mit dem Renault Clio und hier auf der Strecke. Ja, da muss man auch ein bisschen Geduld haben. Die Brechstange ist keine Lösung. Das bringt ihnen dann nur eher Probleme. Oh,
Ja, hat gepasst. Ich habe gedacht, Dark wäre jetzt ziemlich weit draußen, aber nee. Trotzdem, er kommt relativ nah ran. Wir schalten mal in die Ansicht. Er muss jetzt ja, halt auch. Werte konnte einen Platz gut machen mit einer 1,45,5x9 und ist jetzt mittlerweile auf Platz 8. Ja, und hat Kogi im Fokus. Ja, hat Taxi überholt. Er aktuell jetzt auf Platz 9 und Berti startet die Aufholjagd. Berti allgemein auch schon im Interview, Oschers Leben, gar nicht ihr Ding sowieso, aber für das macht sie auf jeden Fall, sieht es sauber aus, was sie da macht und das ist ein guter Job, den sie da den sie jetzt hat. Ich meine es beobachtet zu haben, dass Taxi durch einen Cut zurückgesetzt wurde. Nee, sein Auto ist einfach langsamer. Schon wieder. Ist jetzt auf Platz 10 zurückgefallen. Hat er jetzt schon technische Probleme? Wir schauen mal. Optisch gesehen ist alles gut, aber hat er vielleicht vergessen, einen Kühler aufzumachen vom nach dem Qualifying? Oder wer weiß, wer weiß. Bleibt spannend. Währenddessen hat René jetzt eine 1,42783 im Renntempo gefahren und ist auch ganz klar, wenn man hier guckt, die schnellste Zeit, die aktuell gefahren wird. Und er hat jetzt auch schon einen ordentlichen Vorsprung. Oh, wir haben technisch... Ah, Mist, sorry, Leute. Wir schauen nochmal. Wir waren jetzt ganz kurz weg. Ja, er hat mittlerweile 4 Sekunden Vorsprung. Und... je nach Boxenstrategie, die er hat, was ich ja jetzt noch nicht weiß und der Peter auch nicht, ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht weiß er das selber nicht. Wobei auch ganz stark auch gerade Moritz auf Platz 2, letztes Mal Platz 3 angekommen, natürlich auch er, das sagt, ziemlich schnelle Reifenprobleme gibt bei ihm, gerade. Da ist es natürlich auch interessant. Wir sind jetzt in der 30, wir haben noch 30 Runden und haben diesbezüglich dann 6 Runden gefahren. Wir sind dann 7. Runde und ja, es bleibt wirklich spannend. Wann die ersten Boxenstopps kommen, jetzt so früh nicht, aber ja, es wird sie geben. Und was mir jetzt auffällt, Skara kann das Tempo nicht mitgehen. Was hat Skara? Hat er gesagt, ja, hat er jetzt Regenreifen drauf gemacht, dass, weil die länger halten? Oder mich verwundert. Er kann das Tempo mit vorne nicht mitgehen. Hat er eine ganz andere Taktik? Will der durchfahren? Sagt er, macht jetzt langsamer um Reifen? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht sagt er sich, ich kann das Tempo, oder ich möchte das Tempo jetzt nicht mitgehen. Ich muss meinen Fokus auf meine Reifen legen. Und werde im mittleren Sektor oder im mittleren Rennen dann gucken, dass ich an René drankomme und hoffe, dass der sich bis dahin seine Reifen verheizt hat. Mhm. Oder aber hofft auf eine andere Boxenstrategie. Das ist ja abhalten. Mich wundert es halt, er ist halt auf Platz 2 gestartet. Da muss ja irgendwas passiert sein, dass er auf Platz 5 zurückgefallen ist. Das haben wir leider nicht mitbekommen. Aber. Ja, irgendwas bin ich so skeptisch im Moment. So. Nach wie vor im Duell Dark versus Wöller. Oder auch besser gesagt Jeremy versus Markus. Ja, das ist verwunderlich. Und es gibt ja nicht großartig andere Reifenauswahl. Wir haben ja nur 2 verschiedene Reifen. Also, ich... Ja. Ja, das wundert mich auch. Weil er fährt eigentlich auf dem Niveau von René. Und René, ja. Schau mal dein Auto. Berti, ganz nah an Krugi dran. Moment mal. Nee, nicht an... Berti auf... Nee, wartet mal. Sigi ist ganz nah an Berti ran, sorry. Jetzt. Er zeigt sich jetzt schon mal. Na klar, an der Stelle wird das mit dem Überholen nichts, aber er macht Druck.
Siggi beim ersten Rennen nicht dabei gewesen, da war noch jemand anders dabei und ja, der Platz ist frei geworden. Er war der Nachrücker auf der Warteliste und natürlich hat er jetzt das erste Rennen ja keine Punkte gemacht. Er musste sich jetzt erstmal an den Renault Clio überhaupt gewöhnen und hat die ganze Woche trainiert ziemlich und auf jeden Fall, was er bis jetzt macht, ist gut. Er ist auch zumindest mal auf der Strecke, nicht neben der Strecke und das ist auf jeden Fall schon mal gut. Nur bremsen müsste, ja, passt. Ja, Scara konnte seine Zeit verbessern, etwa um eine halbe Sekunde. Aber ich habe hier den Eindruck, er kann die Pace nicht geben. Hat er bei dem Start irgendeinen, obwohl man sieht es nicht, sein Auto ist völlig in Ordnung. Ich wollte gerade mal was schauen. Ja, wir müssen vielleicht den Verlauf des Rennens einfach mal abwarten. Wir werden also unseren Fokus auf Scara legen, immer mal wieder hinschauen. Und er hat einen Verbremser. Scara driftet ab, kann sein Auto aber noch rechtzeitig vor der Leitplanke retten. Und GPO ist dran. GPO ist dran und er wird dran vorbeikommen. Weil natürlich Scara nicht auf. Ja, noch nicht im Tempo ist. Mein, was ist mit Scara? Ja, ist die Nervosität, ist doch das Auto, was doch jetzt nicht ganz liegt, hat dann auch Qualifying-Einstellungen. Meistens sind ja die Qualifying-Einstellungen doch noch ein bisschen anders wie dann die Renneinstellungen, zumindest bei mir. Ich denke mal bei anderen Leuten auch. Oder hat wirklich irgendwas am Auto, dass er irgendwas hatte, jetzt den Schaden wir selber nicht sehen können. Oder es ist halt eine Taktik. Aber naja, von Platz 2 zu starten und dann irgendwann mal auf Platz 6, das ist natürlich, ob das noch Taktik ist. Also die Taktik müsste man erstmal erklären, damit man versteht, was da vor sich geht. Na, ich glaube auch nicht ganz, dass es einem, also wir kennen ja Scara, also ich denke nicht, dass das unbedingt eine Taktik sein wird. Aber wir können ja mal schauen, wie René seine Taktik ist und zwar wie viel Vorsprung er hat und er hat momentan fast 7 Sekunden, ist kurz vor 7 Sekunden und das Ding läuft momentan genau so wie er es sich wahrscheinlich wünscht. Er kriegt Abstand und hat auf jeden Fall den Start diesmal nicht vergurkt. Diesmal hat der Start wohl geklappt, sofern wir das beobachten konnten. Und Markus auf Platz 3 jetzt. Hat Dark überholt, ich weiß nicht wo. Und die machen es uns heute auch nicht leicht. Die warten immer ab, bis wir nicht im Bild sind. Ja, woanders ist. Genau. Ja. Ja, das machen die wohl extra. Da müssen wir nochmal ein Wort drüber reden. Und jetzt bleibt es natürlich spannend, ob sich Markus absetzen kann. Und ich muss ja sagen, jetzt gucken wir mal, Markus. Wen hat er denn da vor sich? Ist es schon Moritz Mayer? Ja, das ist Moritz Mayer. Und da ist es natürlich jetzt interessant, ob er zu Moritz Mayer aufschließt. Hat hinter sich jetzt die 2 Sekunden und hat Moritz Mayer ja, fast 3 Sekunden. Und das werden wir jetzt gleich auch sehen. Also nach den Zeiten zu urteilen, ist Dark ein Zehntel schneller als Rollers. Aber man hat so den gefühlten Eindruck, dass er doch sich langsam absetzen kann. Ja. Die Zeiten sprechen dagegen, aber irgendwie... Ja, er kommt momentan nicht wirklich näher an Moritz ran, aber kann sich auch noch nicht so richtig absetzen. Das ist jetzt dann natürlich ein, ja. Man muss jetzt halt auch sehen, wie es weiter verläuft aktuell. Natürlich kann er sagen, er sagt ja immer von sich, ja, eigentlich ziemlich gelassen, aber ich denke, jetzt ist auch er angespannt. Wenn man mal auf Platz 3 ist, rennen und noch jede Menge Runden hat und ja, da kann mir keiner erzählen, dass noch einer cool da sitzt und sagt, ja, alles easy. Nee. Aber Scara ist immer noch sehr dicht auf GPO. Möglicherweise, dass er hier wirklich auf dem Fehler endet. Er kann überholen. Ja, er hat die Rechtskurve etwas anders genommen, kann mehr Schwung mitnehmen und
kann sich gegenüber GPO behaupten. Ja, sogar ein richtig schönes Überholmanöver an der Stelle, wo ich jetzt hätte nicht gedacht, dass es mit dem Renault Clio so reibungslos klappt, aber tatsächlich, ja. Natürlich sollte er jetzt keine Verbremsung mehr, sollte er jetzt ziemlich schleunigst wieder Zeit gut machen, weil ich würde mal sagen, wenn wir jetzt mal so auf die Zeiten schauen, da ist der andere, der Viertplatzierte, der Dark, schon 8 Sekunden voraus. Und ist ja ganz klar, letztes Mal zweiter Platz. Und wenn er an René dranbleiben will, es gibt ja danach noch 2 weitere Rennen in dieser Saison, ja, da muss er auf jeden Fall gucken, dass er weit vorne ist, dass er ja auch dranbleiben kann. Aktuell sind es natürlich nur 5 Punkte Unterschied, aber heute, ja, da ist schon, da müsst ihr schauen, dass er dran bleibt. Ja, so wie das aussieht, will sich das GPO nicht gefallen lassen und zeigt sich immer wieder. Scara und in manchen Kurven ist er einfach ein bisschen. Jetzt hat Scara einen Verbremser und GPO geht problemlos an Scara vorbei. Ist die Nervosität, was ist es? Also irgendwie, ja. Das ist klar. Ja, Scara weiß, dass er ganz schnell an GPO vorbei muss und Abstand gewinnen, weil der Mann ist brandgefährlich und ist sehr schnell. Und der lässt keine Lücke ungenutzt, das wissen wir. Oh, jetzt Überholvorgang nochmal. Jetzt vor der Dings, jetzt müssen natürlich beide mitspielen und genau das habe ich vermutet. Ja, das geht nicht immer gut, hätte gut gehen können, aber ich denke mal, ich hoffe, dass GPO jetzt keinen Schaden hatte. Ja. Aber ich denke mal, ist alles gut. So eine Situation hatten wir ja letztes Mal, nur da war dann GPO mehr oder weniger der, wo es so reingegangen ist. Das ist immer eine heikle Sache, da müssen wirklich beide mitspielen und auch der andere Platz lassen. Und wenn man so von innen reinfährt, dann ist es auch ganz klar, wenn man zu schnell ist, das treibt einen nach draußen und draußen steht halt schon einer. Und dann, jetzt haben wir auf der Zielgerade der Versuch und die nächste Kurve, Zielgerade, die nächste Kurve hat es in sich und wenn man da nicht mitspielt, da gibt es wieder Berührung. Ja, genau so habe ich mir das. Leute. Aber alles gut. Ganz normaler, sag ich mal, Rennkontakt. Und ich denke mal, da ist alles in Ordnung. Das kann man halt beiden keinen Vorwurf machen. Das ist. Und wieder der Fahrfehler. Wieder ein Fahrfehler und. GPO geht wieder vorbei. Nee. Halt mal, Krugi auf Platz 5. GPO 6, ich bin gerade irritiert. Ich auch. Wo ist Scara? Scara ist auf 7. Scara verliert Plätze ohne Ende, gerade jetzt Berti. Ist dran vorbei. Jetzt haben wir die ganze Zeit den Fahrer verwechselt. Das ist ja peinlich. Wir entschuldigen uns bei den Zuschauern, was wir hier erzählen, dass wir dann Glück haben. Ich gehe mal gerade nach hinten. Ja, nee. Saso in der Box, in der Werkstatt. Ich denke mal, hier ist ein Ausfall. Ja, und das Blöde ist, dass er in der Box zusätzlich ist. Das ist natürlich nicht jetzt. Noch gut, ich weiß ja nicht, ob er das soll, dass sich nachher noch Stellung nehmen, wobei wir haben ja selber einen Zuschauermodus gewechselt, aber ob er das jetzt auch noch gemacht hat. Und ja, die Frage ist, was mit Scara los ist. Also da stimmt irgendwas überhaupt nicht. Berti jetzt auf Platz 7, wir schauen mal auch das Ganze an und da ist momentan René 1, Moritz Mayer 2. Markus auf der 3, Dark auf der 4, GPO auf 5, Krugi auf 6, Berti 7, Scara 8, Sigi 9, Taxi 10, Brandai 11, Renfield 12, Sasu 13. Ja, du, ich vermute, der hat jetzt schon Probleme mit seinen Reifen. Weil das kennen wir von Scara nicht, dass der sich so häufig verbremst und die Kurve nicht mehr so richtig geht. Ich denke, der hat jetzt schon Probleme mit seinem Reifen. Ich glaube eher, der hat Leckprobleme, so wie das immer wieder aussieht bei mir gerade im Moment. Und das ist natürlich eine ganz ärgerliche Sache. Vielleicht vorhin, wurde es ja schon mal angesprochen, aber ich glaube, das ist gerade echt eine
Ja. Man muss doch mal kurz prüfen. Skara, ja, orange. Nicht rot, aber das sieht ein bisschen komisch aus bei mir alles, was da gerade passiert immer wieder mal. Aber auch bei mehreren Fahrern habe ich das gerade. Also irgendwie ist es gerade, ich glaube, das ganze Rennen ist gerade auch ein bisschen... Da gibt es schon... Oh, Dark Einschlag. Ach nee, Dark in the Box, Dark in the Box. Wir haben unseren ersten Boxenstopp. Und natürlich, wie die Leute schon wissen, von letzten Mittwoch, diese Box ist nicht ganz reibungslos. Man stoßt jedes Mal an. Ich hoffe natürlich, dass da keine bleibenden Schäden gibt. Und es bleibt jetzt auch spannend, wie viel Plätze er verlieren wird. Er ist auf jeden Fall schon mal 6, 7, 8, 9. Und der 10. kommt noch vorbei und der 11. vermutlich auch. Wir befinden uns in Runde 15 und wir haben den ersten Boxenstopp. Und da müssen wir natürlich jetzt aufpassen, ob es nicht gleich... Ja, Runde 15, ja... Das ist nicht mal die Halbzeit. Ja, das sieht nach zwei Boxenstopps aus. Moment, wir schauen mal. Dark fährt wieder raus und ist natürlich jetzt ganz hinten angereicht. Wie viele Fahrer sind wir denn noch? Nee, kommt vor Renfield raus und Sasu auch, ja, Ausfall leider. Er wird hier keine Punkte heute mitnehmen, leider. Was genau war, das können wir nach dem Rennen fragen, aber auf jeden Fall war was. Aber das eigentliche Problem, was uns gerade am meisten interessiert, was mit Skara los ist, und dann hatte ich auch noch so ein paar komische Lags. Mir ist das persönlich jetzt auch gerade aufgefallen. Ich bin jetzt hier gerade bei Wühlers, der sich langsam an Moritz Meyer herantastet. Und von Weitem konnte man sehen, dass Moritz Meyer da irgendwelche Lacks hat. Ja, die haben gerade irgendwie alle. Haben wir wieder das große Freitagabend-PSN-Problem, wie schon letzte Woche oder wie auch immer. Mancher Fahrer hat es, manche nicht. Das ist ja auch immer so regionabhängig mit diesem blöden PSN. Manche Region kann ohne Probleme online spielen. Sagen wir mal, in Bremen spielen sie online, in Stuttgart sind sie schon wieder offline und so ist es ja hin und her. Und das ist ja manchmal so ein kleines Phänomen. Und ich sehe auch, bei manchen Fahrern sehe ich wirklich, vielleicht sehen wir auch das nur. Kann ja auch sein, bei den Fahrern sieht es alles gut aus, aber ich glaube, da ist nicht alles gut. Und ich glaube auch nicht, dass Skara freiwillig auf der 8 jetzt ist wieder. Gerade eben noch auf der 7 und der hat richtige, erhebliche Probleme. Das kann nicht mehr mit Taktik sein, weil selbst wenn er durchfährt, wird es ihm nicht reichen, sage ich. Das wird ihm nicht reichen. Das wird nicht reichen. Auf jeden Fall gab es einen Positionswechsel. Siege ist jetzt mittlerweile auf Platz 6, gefolgt von Berti auf Platz 7. Gefolgt von Skara. Bei Skara sieht das wirklich auch das Auto irgendwie so ein bisschen unsauber aus, wie der die eine oder andere Schikane oder Kurve nimmt. Also ich habe das Gefühl, ja, gut aufgepasst und jetzt versucht er wieder zu überholen, Berti. Die Schikane kommt und da bin ich ja mal gespannt. Oh, wir wechseln noch Kameraperspektive, Berti. Hat jetzt Berti mitgespielt, hat auf Sicherheit gegangen, sagt, bevor mein Rennen noch mit. Ja, man muss. Ja, das ist gar nicht so leicht, mit den Dinger zusammen in diese Kurven zusammen reinzufahren. Auf jeden Fall gibt es. Oh, wir haben Boxenstopp! Wir haben Boxenstopp! Sigi geht in die Box. Und da müssen wir glatt mal schauen, ob noch mehr Leute in der Box sind. Na, aktuell nicht. Und jetzt können wir schauen, wie weit. Entschuldigung, jetzt habe ich mich verbremst. Sigi aktuell schon auf 8, fällt jetzt doch durchaus zurück. Es kommt noch mehr um die Kurve, es kommt 9 und Fahrer 10 um die Kurve schon. Die werden ihn auch noch überholen und Fahrer 11 ist auch schon unterwegs. Und hier wieder super Boxeneinfahrt, danke. Liebes Project Cars Team, wir wünschen uns bugfreie Boxen und noch viel weniger Bugs. So, wir haben noch 20 Runden zu fahren und ich denke, jetzt kommen noch mehr in die Box. Bald.
Wann wären die Halbzeit? Wir haben 36 Runden. 36 Runden wären ja... Oh, ziemlich schneller. Der war ziemlich schnell, der Bo- nur, ich denke nur getankt. Also war zügig. Moment, er fällt aber noch auf Platz... Ne, er bleibt auf Platz 11. Also nach der aktuellen Rundenzeit ist es tatsächlich so, dass jetzt hier gerade Halbzeit ist. Ja, ja. Und von daher kann man davon ausgehen, dass jeder, der jetzt in der Box wird, auch nur tatsächlich eine... Jo, wir haben den nächsten Boxenstopp. Wir haben den nächsten Boxenstopp. Und es ist der Drittplatzierte, Markus Kemp alias Wöller, fährt jetzt in die Box. Und mal schauen, wie weit er nach hinten fällt. Ja, klar, 18. Runde. 18 an 18. So, und auch er, katastrophale Einfahrt. Und man kann jetzt gespannt sein, ob vielleicht sogar Dark noch vorbeiflutscht. Vielleicht, ja, konnte er jetzt mittlerweile mit frischen Reifen so viel Zeit gut machen. Wir schauen auf die Platz 5. Dark ist noch ein bisschen weg. Es kommt drauf an. Wöller misst jetzt gleich. Der Kollege ist eigentlich schon beiseite. Wöller, go! Was machen Sie denn jetzt? Jetzt fährt er raus. Und wo ist Dark? Wir schauen. Kommt jetzt auf die Zielgeraden. Wird sehr knapp. Wobei er muss noch ein. Markus kann jetzt fahren und Dark muss das ja erst noch um die Kurve. Das reicht. So knapp wird es gar nicht. Das war im ersten Moment um ein bisschen euch die Aufregung. Oh, nee, es hat gut gereicht. Aber mir kommt so vor, dass er auf jeden Fall näher rangekommen ist, also mit frischeren Reifen. Jetzt ist. Wir bleiben weiter auf der Karte und schauen, wer als nächstes in die Box fährt. Und wir schauen jetzt auch mal den aktuellen Stand an. Wir gehen nochmal auf René. René weiterhin draußen. Und aktuell sieht es so aus. René 1, Moritz Meyer 2, GPO durch die Boxenstopps auf 3 vorgespült. Krugi auf 4, Skara auf 5, Berti auf 6, Taxi auf 7, Brandei auf 8, Wöller auf 9, Dark auf 10. Ziggy auf 11, Renfield 12. Moritz Meyer in der Box. Platz 2 ist jetzt gerade in die Box gefahren. So, und das... BPO kommt jetzt auf die Zielgerade. Ja, und dann gibt es hier wieder einen Positionswechsel. BPO dürfte jetzt auf Platz 2 sein. Ja, nach wie vor nicht in der Box gewesen. Platz 4. Fährt auch durch, gefolgt von Skara auf Platz 5, der sich jetzt kurz mal zeigt. Und nach wie vor gibt es hier sehr arge Leckprobleme, also irgendwie immer wieder, wenn ich bei Skara bin, das ist ja... Aber auch bei dem anderen... So lange draußen bleiben kann, oh. Das sieht auf jeden Fall sehr gefährlich aus, was hier stattfindet, gerade bei mir an dem Bild. Und auch Krügi hatte gerade irgendwie einen Leck. Es ist auf jeden Fall, gibt es bei diesem Rennen leider sehr viele technische Probleme im Moment. Ich weiß nicht, woran es liegt. Nicht bei allen, muss man sagen, aber bei vielen. So, René bleibt weiterhin draußen. Wir können ja auch mal den Abstand von René anzeigen. Das ist mittlerweile 34 Sekunden, also... Ich glaube, René wird das Ding so lange draußen halten und versuchen, So, Taxi jetzt wieder aus der Box. Oh, das haben wir ja gar nicht mitbekommen. Und Platz 12, ja, wird ganz hinten eingereicht. Jetzt passt mal auf, wer ist denn da noch in der Box? Niemand mehr, außer wir. So, und wir haben auch schon die ersten Soundbugs, darüber freuen wir uns auch wie immer. 17 Runden vor Schluss und jetzt ist es spannend. GPO. Ja, Brandei auf Platz 6 war ja auch noch nicht in der Box. Ich bleib mal mit meinem Brandei, mal sehen. Er bleibt draußen, er fährt weiter.
GPO war noch nicht in der Box, Krugi war noch nicht in der Box, Berti war noch nicht in der Box, Brandei war noch nicht in der Box. In der Box waren Markus Wöller, Moritz Meyer, Dark, Siggi war in der Box, Renfield war noch nicht in der Box, Taxi war in der Box. Und René war natürlich auch noch nicht in der Box. Von dem her... Ja, Berti und Krugi liefern sich jetzt hier einen kleinen Fight. Berti zeigt sich immer häufiger mit Krugi. Ist aber teilweise er doch manchmal doch zu defensiv, um wirklich jeden Unfall zu vermeiden. Obwohl ich glaube, sie doch schneller kann. Und ich glaube, ist da nicht einer in der Box? Ich glaube, wir haben einen Boxenstopp. Es kann aber auch manchmal täuschen, wenn die Linie... Moment. René ist in der Box, René ist in der Box. René ist in der Box und ich glaube, wir schauen auf GPO. GPO wird auch... Nee, GPO jetzt geht auch in die Box. Aber allerdings, ja. In der Box, ja. Und jetzt ist ja ganz klar interessant... Und Skara geht bei mir gar nicht mehr. Wir müssen ihn, glaube ich, bald rausnehmen, wenn es so weitergeht. Ich weiß ja nicht, die anderen Fahrer, aber das sieht da... Ich weiß es nicht. Das sieht ganz schlimm aus. Auf Platz 3 kommt über die Ziellinie und fährt durch. Das ist natürlich interessant. René fährt jetzt schon wieder raus. René fährt jetzt schon wieder raus. Und Skara ist bei mir echt unfahrbar gerade. Schau, siehst du das auch? Ja, nee, bei mir ist er absolut einwandfrei, gute Linie, kann okay, kann dann ist es okay. Das sieht ultra. Ja, René auf Platz 4 eingereicht. Berti gerade, wo noch nicht in der Box war, auf 3. Krugi auf 2, der noch nicht in der Box war. Und 1 Skara. Interessant. Er ist also nicht komplett. Als der Skara hat gesagt, ich mache jetzt langsam. Ich sehe zu, dass der René nicht über die 40 Sekunden kommt und fahr dann durch. Tja, Spekulation über Spekulation. Werden wir mal sehen. Ich habe auf jeden Fall gerade ich wahrscheinlich auch noch technische Probleme, weil bei mir sehen alle Fahrer teilweise ein bisschen komisch aus. Wir schauen auf die Liste. Also Skara auf Platz 1 sieht völlig sauber aus. Alles gut. Und wir gehen jetzt nochmal... Bleibt mal bei Skara, der jetzt gleich auf die Boxenzufahrt kommt. Boah. Also bei mir sieht es nicht mehr gut aus. Du musst es mal im Stream sehen, wie das bei mir aussieht. Das ruckelt, ja, aber das würde ich eher als Übertragungsfehler. Ja, ja. Das hat mir so extrem noch nie. Also bei mir. Das sind Lachs ohne Ende. Das stimmt. Aber bei mir sieht alles absolut sauber aus. Skara ist draußen geblieben, fährt ruhig weiter. Ja, das ist ja unglaublich. Ne? Das mag ja ein bisschen an mir liegen. Ich weiß es nicht, woran es liegt, aber ja, wahrscheinlich Synchronisations. Ich habe ja von Anfang an schon so ein komisches Phänomen gehabt. Also. Naja. Ja, Berti ist immer noch an Krugi dran und zeigt sich immer wieder. Und die beiden waren beide noch nicht in der Box. Und liefern sich hier echt ein beinhartes Zweikampf. Übrigens, ja, sind noch die letzten drei, wo in der Box noch nicht waren, sind Skara, Krugi und Berti. Und die sind auch absolut auf 1, 2 und 3 aktuell. Muss ja auch mal gesagt werden. Ja. Berti kriegt die Kurve besser. Oh. Krugi zieht rein. Oh. Ah, das war aber nicht ganz so sauber. Okay, da hätte er vielleicht ein bisschen mehr Platz lassen sollen. Aber gut, es ist zu keinem Ausritt gekommen. Man, ja, Berührungen und Crash gibt's immer, weil ich vorhin einer auch so irgendwas mit Noobs erzählt habe, Crash-Noobs und so, unfaires Dings. Also, im Renault Clio gibt es immer Berührungen, aber soll er mal sich mal ein bisschen Rennsport anschauen. Klar sind jede Berührung toll und das eine war auch nicht unbedingt erst rein, aber Berührung gibt es immer. Also, es sieht ja nett aus.
aus Zuckerwatte. Oh! Jetzt fällt Kogi und Bertie in die Box gleichzeitig. Beide gleichzeitig, meine Herren! Beide gleichzeitig. Und das ist jetzt interessant. Skara bleibt nach wie vor draußen. Dem muss doch der Sprit langsam. Moment mal, das. Und René ist wieder auf Platz 2. Und jetzt schauen wir mal hier rein. 4,7 Liter laut, wenn die Anzeige stimmt. Was ich nicht immer hundertprozentig davon ausgehe. Ja, die Anzeige kann stimmen. Und Markus hat sich wieder auf Platz 3 ein, ja. Skara sieht alles gut aus. Macht einen guten Job. Aber ganz klar, weißt du, wer momentan durch die Boxenstopps verloren hat? Moritz. Moritz war vorhin die ganze Zeit Platz 2. Und Markus konnte sich im Boxenstopp-Duell auf Platz 3 umsetzen, beziehungsweise René, ja, da klar ist jetzt noch Skara auf Platz 1, der geht noch ganz sicher in die Box. Dann ist aber auf jeden Fall, gab es da durch den Boxenstopp einen Platzwechsel. Da wird Markus 2 und Moritz auf 3. Und ich leider gerade ein bisschen technische Probleme mit der Anzeige, was es so wieder ja, das Spiel hergibt. Ja, kann man leider nichts machen. Die machen halt ein bisschen ja, extra Einlage. Auf jeden Fall hat Markus. Ah, und wir schauen uns. Bertie reiht sich ja, auf Bertie 8 an. Hat durch den Boxenstopp wohl eher absolvieren können. Und Kogi ist aktuell auf Platz 9 zurückgefahren. Bertie konnte sich auf Platz 8 behaupten. Und ich beiß mir den Arsch gerade. Sehr gut. Ich beiß mir den Arsch. Jetzt haben wir so einmal so ein echtes Boxenstopp. Duell, weil beide gleichzeitig und ich schalte irgendwo in der Weltgeschichte. Ah, und jetzt kommt es mir gerade in den Kopf. Mann. Da haben wir schon so eine Situation mal und dann schläft der Kameramann. Naja, sei es drum. Bertie hat auf jeden Fall profitiert, aber Krugi lässt sich auch nicht wirklich abhängen. Ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Renfield übrigens gerade jetzt auf 10, Brandai auf 11, Taxi auf 12. Sasu ausgefallen. Und Skara in der Box und mittlerweile auf Platz 5 zurückgefallen. Fährt jetzt wieder raus. Platz 6. Oh, er verliert Plätze. Und da kommt nochmal einer. Na, jetzt wird's knapp. GPO ist unterwegs. Eine Kurve, Skara. Und kommt noch ein Skara vorbei. Nix mehr. Außer besser machen. So. Ja, und somit ja, ist jetzt. Somit hat Skara natürlich gut gepokert und hat hier eine klassische Spannung reingebracht. Ist dann jetzt wieder auf Platz 7 zurückgefallen. Ja, werden wir sehen, wie dann der letzte Sinn dieses Rennen ausgeht. Er ist sehr nah an GPO dran. Und ja, ich gebe mal zu Manu. Ja, und dann sehe ich auch schon Markus auf Platz 2. Einer der Gewinner durch die Boxenstopps. Und Moritz Meier auf 3. Wir schauen jetzt mal, wie weit der Abstand ist in Sekunden. Und ja, so 4 Sekunden rum. Ist interessant, ob jetzt Moritz näher kommt. Und ob Markus wirklich René jetzt gefährlich. René mittlerweile schon wieder 10 Sekunden Vorsprung. Wir haben ja noch 12 Runden zu fahren und wir haben auch schon wieder. Ja, Dark momentan auf 4, Sigi auf 5. Oh, sehr gut. Hey, aus, Moritz, ja, Meier, kurzer Verbremser, kann das auch fangen und gut, ist alles sauber. Alles sauber. Kann seine Fahrt jetzt wieder sauber fortführen. Aber wenn man sich so die Zeiten ansieht, fahren beide auf dem gleichen Niveau. Willers mit einer 1,43251 und Moritz Meier mit einer 1,43283. Das ist wirklich minimal, was Willers hier an Zeit abknabbern kann, den Moritz. Aber wir müssen gucken, wie es im Verlauf des Rennens weitergeht.
ob Markus bzw. Herr Wallace die Zeit oder seinen Speed halten kann. Im Moment sieht es in jedem Fall so aus. Platz 4, Dark. Platz 5, Ziggy, der eigentlich durch das ganze Durcheinander eigentlich wirklich bis ins Mittelfeld vorgespielt wurde. Ja, vor allem sein erstes Rennen, muss man ja betonen. Der ist eigentlich momentan für mich die persönlichste Überraschung überhaupt. Sein erstes Rennen und hat eigentlich recht hinten gestartet und ist mittlerweile jetzt auf 5. Also muss man ganz klar sagen, top Job bis jetzt. Ja, Scara hatte wohl in der Zwischenzeit GPO überholt, hatte dann aber in der Allmann-Kurve einen heftigen Verbremser, sodass GPO seinen Platz wiederbekommen hat. Also, nennt sich das so aus, hat Scara schon wieder irgendwelche Probleme? Ja, ganz komisch. Also Scara ist heute, wenn man Scara, ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, aber so, kennt man nicht. Der wird heute technische Probleme haben, da brauchen wir uns jetzt nicht mehr spekulieren, das ist ja keine Taktik, ganz sicher nicht. Hat er von Anfang an irgendeinen Aero-Schaden gehabt durch einen Startunfall? GPO beiseite! Aber kann noch sich gut vor Scara retten? Ja, zu spät auf die Bremse hier an der Stelle. Da werden morgen auch wieder Leute im Kiesbett sein. Können wir sicher gehen. Ich will es vermeiden, aber ausschließen möchte ich das Ganze dann auch wieder nicht. Ja, ich weiß auch schon wer. Ja, ich selber natürlich. Obwohl, es war ja erst Sonntag. Wo, was bin raus? Die Perle ist raus. Und wir haben jetzt kurz 11 Runden vom Ende und ich könnte schon wieder Brötchen kotzen, ohne Witz. Leute, haben wir ein Disconnect. Und zwar, ja, Moritz Mayer. Ich glaub's nicht. Der Drittplatzierte vom letzten Rennen fliegt raus und das ist doch langsam echt, aber das hat sich, ich bin schon jetzt noch 10 Runden und ich habe ja auch schon ein bisschen Probleme, also, ach, mein Gott, ich würde so gern ändern, das tut mir immer so endlos leid, hey. Ja. Ja, bei Disconnect ist es leider so, dass das als technischer Ausfall gewertet wird. Moritz Mayer damit mit 0 Punkten das Rennen beendet. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Der Frustrum. Oh Mann, und das ist ja nicht das erste Mal. Man muss ja sagen, das war doch schon in Hockenheim so. Und ja, das trübt meine persönliche Stimmung sehr, weil ich ganz klar, ich muss zwar neutral sein und trotzdem kann ich auch Fan von einzelnen Fahrern sein und Moritz Mayer bin ich halt immer ein kleiner Fan und da tut es natürlich noch zweimal weh. Natürlich gönne ich jedem anderen auch einen Sieg, aber ich bin halt, ja, das ist immer schade. Aber es wäre auch für jeder andere, denen das passiert ist, ist es in dem Moment schade, ja. Und tut mir leid für ihn. Finde ich echt, ja. Ja. Das ist übel. Das ist sehr, sehr übel. Und wir haben jetzt noch 9 Runden vorm Rennende. Da ist noch viel übler und wir können nicht ausschließen. Ja, wir hoffen natürlich, dass es nicht noch weitere Probleme gibt. Aber insgesamt das ganze Rennen heute irgendwie, ich glaube, wir werden kein richtiges Ende haben. Also, ja. Du weißt, was ich meine. Den Teufel nicht an die Wand. Lass uns das abwarten. Ich bin immer noch guter Hoffnung, weil ich habe hier, was ich hier sehe, es ist alles schön, alles sauber und von daher kann möglicherweise vielleicht gerade heute mal an deiner Verbindung liegen. Ja, an meiner Verbindung nicht. Die habe ich ja schon getestet. Also alles arschrein. Sonst könnte ich auch nicht streamen. Ich meine, die Lust am Spielen darf man nicht verlieren. Da muss man Kopf hoch aufsteigen. Klar ist es Mist, aber ja. GPO hat einen Cut. GPO hat einen Cut.
Jo, alles und sehr etwas merkwürdig aus. Scarra ist wieder vorbei. Ja, frustrierend, ja, aber was, ja, ist halt immer. Und ja. Ist auch für die im echten Rennsport schade, wenn sie öfters mal hintereinander einen Reifenplatz oder sonst was haben, aber die verlieren auch nicht die Lust am Fahren. Also weiter geht's. Augen ja, vor und. Das letzte Mal Formel 1 beim Vettel, der war schon, der war richtig angepisst. Der war richtig angepisst. Ja. Der war schon so angepisst, dass er sich schon gar nicht mehr unter Kontrolle hatte und hat Pirelli richtig niedergemacht. Also, ja, ja, ich hab's unprofessionell ein bisschen. Richtig aber. Frustrierend werden und der war also wirklich auf 300. So, und René momentan alles im Griff und hat sogar seinen engsten Verfolger ziemlich weit hinten, den zweitengsten Verlorer, der wurde getrennt jetzt und ja, gehen wir nochmal die Tabelle durch. Zurzeit ist auf Platz 1 René. Gefolgt von Wohlers auf Platz 2, Platz 3 Dark, Platz 4 Sigi auf 4, Platz 4 vorgefahren. Ja, nee, nicht Herr vorgefahren, geerbt durch Moritz, muss man sagen. Ja, geerbt, wie auch immer. Scarra auf Platz 5, Platz 6 GPO, Platz 7 Krogi, Berti auf 8, Taxi auf 9, Bandai auf 10, Rienfeld auf 11, Sasu auf 12. Ja, das nicht gewertet mehr. In der Box. In der Werkstatt. Nicht gewertet. Ja. Ja. Dann schauen wir mal allgemein. Gibt es hier irgendwo eigentlich noch was, wo gerade noch was entschieden wird? Und wir sehen ja, Sigi, ja, Sigi Dark. Sigi Dark ist ein Dark dran. Naja, und der, oh, jetzt vielleicht eine kleine Berührung. Ach, Gott sei Dank nicht. Das ist aber ein Fehler, weil du musst natürlich am Sonntag trotzdem fahren. Du kannst jetzt einfach jetzt sagen, du fahrst jetzt nicht mehr. Das ist ja auch die falsche Lösung. Aber ich darf eh nicht mit dir jetzt reden. Ich bin ja hier jetzt. Wir müssen jetzt hier das Rennen voll zu Ende machen. Ja, also die Vollpower ist in, aber da... Das weiß ich jetzt nicht, was war da? Gab es da eine Berührung, dass er nur noch geradeaus konnte oder also, hat er sich ja, verbremst? Ja, nein, es gab eine Berührung. Allerdings, das muss man. Da warten wir einfach ab, was sich da ergibt. Ja. Dafür ist ja die Rennleitung da. Wenn sich derjenige auch, derjenige meldet, was sich auch durchaus, weil es ja immerhin um Platz 3 geht, ich selber würde mich da melden. Manche sind da wirklich, habe ich mittlerweile zu bekommen, einfach zu faul, eine E-Mail zu schreiben. Aber hier geht es um Pokale und überhaupt. Da sollte man vielleicht an manchen Positionen nicht zu faul sein. Platz 3 ist ja ein Protestplatz und ich will mich jetzt auch nicht für irgendjemand aus dem Fenster lehnen. Deswegen ab weiter zum Rennen. Das muss man sich im Replay genau angucken. Genau. Und da eine vernünftige Entscheidungen zu finden. Ich würde das jetzt erstmal als Race-Kontakt bewerten. Und wir warten einfach mal ab, was sich die beiden Fahrer dazu zu äußern haben, wenn sie dann überhaupt was äußern. Schönen guten Abend, Urs. So, wir haben noch 6 Runden verbleibend und wir schauen mal... Taxi auf 9, gucken wir gerade mal, Brandei, oh, Taxi raucht bei mir ganz schön. Hat er sich eine Zigarette angezündet oder so? Ich weiß es nicht. Ja, die Reifen hat er ganz schön ein bisschen runtergeschraubt. Renfield hat mittlerweile seine Zeit auf 1,44, 1,39 gefahren, immerhin im Rennen. Vorhin war er noch im Quali im 45er Zeit. Ja. Ja, auch hier eine Verbesserung. Ne? Mit, ja. Ist ja mittlerweile auch Teamgründer und Teamchef. Er selber mehr so als Ersatzfahrer eingestellt. Und oh, Sigi in der Box. Ein zweiter Boxenstopp.
Okay, 6 Runden vor Ende. Dann hat er doch. Dann hat er nicht mit vollem Tank gefahren. Ja, das kann natürlich sich jetzt hier für ihn extrem negativ auswirken. Ich denke mal, er wird dadurch, glaube ich, nach hinten ins Feld durchgereicht. Ja. Weil Tanken, wissen wir, dauert immer relativ lange. Und somit ist auch Dark wieder auf Platz 3. Und ich kann es immer noch nicht verkraften, dass Moritz jetzt draußen ist. Das ist wirklich schade. Das ist natürlich, ja. Das ist extrem ärgerlich, ja. Ja, aber eigentlich, was so vorne so passiert. Wöller im Kies, aber hat genug Vorsprung. Kann sich das leisten. Aber eigentlich, das eigentliche spannende Rennen ist eigentlich eher auf den letzten Plätzen zwischen Berti und Krogi, weil die bekriegen sich schon seit Rennbeginn und wechseln sich immer zwischendurch mit ihren Positionen ab. Im Moment liegt der Krogi auf Platz 6 und Berti auf Platz 7. Aber man sieht, sie gibt einfach nicht auf. Ne? Sie ist dran und wartet auf ihre Chance. Und ich denke, die wird sie auch ganz eiskalt ausnutzen. Wenn sie die dann kriegt. Ich hätte ein sehr sauberes Rennen, wirklich schön zu sehen. Ja, Taxi weit zurückgeschlagen. Hier könnte sich vielleicht noch etwas entwickeln zwischen Bandai und Taxi. Platz 8 und Platz 9. Ja. Ja, interessant. Sind dann auf Platz 10 zurückgefallen, konnte sich aber noch vor Greenfield einordnen. Und deswegen war auch so weit wahrscheinlich vorne. Der ist vielleicht nur mit einem halben Tank gefahren. Ich weiß nicht, was so viel ausgemacht hat, aber das hat jetzt natürlich richtig von Platz 3 nach hinten geschaut. Ich jetzt nicht genau sagen kann, ob der überhaupt in der Box war. Der war in der Box. Der war in der Box. Der war der Erste. Der war schon in Runde, wo ich gesagt habe, ist ziemlich früher Boxenstopp. Sprit verkalkuliert. Genau. Sprit verkalkuliert. Das vermute ich auch stark. Und das hat ihm jetzt mehr oder weniger das Rennen gekostet, also die Platzierung, weil jetzt 4 Runden vor Schluss wird er, lass uns mal zuschauen, was er so als nächstes hat. Na Mist, das hat nicht ganz geklappt. Moment, wir gehen nochmal zu ihm hin. Ich verfolge hier gerade Platz 8 und Platz 9. Ja, und Platz 10, Brandai, ist auf jeden Fall 6 Sekunden weg. Ich bin mal gespannt, wie schnell er da aufschließen kann. Vielleicht kann er da noch ein Plätzchen gut machen, aber ist natürlich, da hat es ihn doch ganz schön nach hinten gehauen. Wäre vielleicht mal eine Option, ihn als vierten Interviewgast zu bitten, um einfach mal zu hören, was da passiert ist, wenn es die Zeit erlaubt. Ja, wenn es die Zeit erlaubt. Wir können ja nochmal. Oh, wir haben hier irgendwo, haben wir noch eine ganz enge 2 Fahrer, das wird wahrscheinlich noch immer noch Krügi, ja. Und ja, Berti und Krogi, nee, da ist jetzt Krogi, kommt da schon einige Meter gut machen. Brandai und Taxi, die fahren relativ, ja, ganz genau. Relativ nah beisammen. Da hatte ich jetzt so in den letzten 2 Runden meinen Fokus drauf zwischen diesen beiden. Ja, vorne wird sich momentan nicht mehr viel tun. René und Wöller, Dark, ziemlich in Sicherheit. Aber wir haben eine ganze Weile dann immer auf Scara geschaut. Der hat sich natürlich jetzt auf die 4 vorgeschlichen. Und ich glaube, ein deutliches. Ja, das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Aber das ist schon mal deutlich besser wie vorhin 7 und so. Also. Platz 3. Taxi habe ich so den Eindruck, dass er bei bestimmten Kurven so ein bisschen Probleme hat, sein Auto
unter Kontrolle zu haben. Er driftet doch immer sehr weit ab. Aber, und dadurch kommt Brandei immer relativ nah, aber es reicht nicht, um zu überholen. So, wir schauen mal. Ich wollte eigentlich schauen, wie viel Vorsprung der Nestor hat. 3, das könnte so interessant werden, wobei, ja, es sind ja nur noch zwei Runden, aber 3,6 Sekunden ist Platz 3, Dark. Vielleicht kommt Scarra ran. Scarra jetzt natürlich mit einer viel besseren Pace wie im ersten Stint, finde ich. Es sieht auch wieder bei mir normal aus. Und das bleibt spannend. 3 Runden oder die dritte Runde läuft, danach noch 2. Vielleicht kann sich Scarra noch den dritten Platz holen. Dark selber natürlich auch das Rennen viel besser wie das erste. Im ersten Rennen ist er Platz 10 geworden. Und diesmal auch deutlich besser unterwegs. Ah, kann ihn schon sehen, aber die Zeit, die wird immer, ja, die Runden werden immer weniger und ob das reicht. Oh, da haben wir irgendwo trotzdem, irgendwo ist da noch was sehr Knappes. Ja, immer noch. Ich bin immer noch bei 9 und 8. Brandei und Taxi. Beide verbrennen sie sich jetzt gerade hier. Aber was sehr schön zu sehen ist, Brandei ist zwar immer sehr nahe dran und kann sein Fahrzeug richtig gut dosieren, sodass er. Da ist jemand Drittes dran. Sigi! Das wird ein Dreier noch. Ja. Dreier, okay. Jo, jetzt sehe ich es auch. Oh, jetzt aber vorsichtig. Zu dritt können wir nicht in die Kurve. Sigi, Nummer 1 hat er. Wow. Nummer 2 auch. Wahnsinn, das war ja... Wow, Leute, das sieht man nicht alle Tage. Aber das war wohl für mich heute das schönste Überholmanöver, wenn überhaupt. Einer der schönsten. Ah. Brandei kommt durch dieses Überholmanöver ein bisschen weit ab und... Scarra ist dran. Scarra ist an Dark dran. Ja, okay, ich bleib jetzt mal bei den dreien hier. Jo. Dark mit Problem bei... Oh. Scheint mir zumindest so. Es sind noch. Ja, das ist schon fast. Das wird ab der nächsten Saison wird es ein bisschen kritisch. Da muss man immer mit 2 Reifen auf der Strecke bleiben. Aber Scarra ist locker dran vorbei. Seine Pace deutlich besser wie im ersten Stint. Also, wenn er so von Anfang an, also ich weiß noch, was los war, aber jetzt hat er doch. Ja. Und er hat sich jetzt wieder auf Platz 3 vor. Gefahren. Und kriegt damit somit noch wichtige Punkte in der Meisterschaft. Na. Aber auf jeden Fall Sigi ein sehr schönes Überholmanöver. Ja, leichter Verbremser von Taxi und Brandei nutzt es eiskalt und ist jetzt an Taxi vorbei. Jo, und René befindet sich in der letzten Runde und ich gehe auch mal auf ihn drauf. Wir gucken, wir müssen nachher auch schon vorab ein paar Screenshots machen. Du weißt, was sonst los ist. Bevor er drüber fährt, fahre ich noch mit einem Screenshot, um zu vergleichen, nicht, dass wir wieder erhebliche Fehler haben. Wir müssen gerade da, wo es ein bisschen enger zugeht, nochmal genauer kontrollieren. So, René. Noch 2 Kurven. Und dann hat er seinen 2. Sieg im Renault Clio. Und führt weiter in die Meisterschaft an mit 50 Punkten. Und nur noch geradeaus. Wir machen nochmal vorweg schon mal einen Screenshot. Wir schauen natürlich uns auch kurz um. Ja, die Lichthube ist da. René, herzlichen Glückwunsch. Platz 1. So, wir schalten aber gleich um. Genug gefeiert. Nämlich da kommt auch schon Markus. Und ja, er auch mit Lichthube. Wir aber noch eine... Ja... Berti ist ab in... Was war jetzt mit Berti los? Berti wurde jetzt vorm Ende auch noch getrennt. Ich glaube, ich breche noch mehr, hey.
Das ist ja nicht zu fassen. Moritz Mayer, Berti. Ja, jetzt Berti auch Mist. Also ich weiß nicht, warum das in letzter Zeit, also... Das ist, nee. Nein! Oh, 1 Liter zu wenig. Nee, nicht raus! Ja. 1 Liter zu wenig! Nein! Ich weiß, oh, so wie ärgerlich. So gutes Rennen gefahren. Und, echt ein gutes Rennen und Duell mit Krugi und dann, oh nein. Das ist ärgerlich. Schimpf mit deinen Ingenieure. Mach sie hey. Ach nö, komm. Entlass sie alle und stell dir neue ein. Also, das gibt ja mal gar nichts. Wie kann man sich denn so verrechnen? Ja, und wir. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall ein ganz großes Problem vielleicht gleich haben. Ist die Bank wieder richtig durch. Ja. Moment, kann ich dich nicht hören? Du bist noch da? Ja. Okay. Alles gut. Ja, und wir haben wahrscheinlich das große Problem. Haben wir einen Timer? Haben wir keinen Timer? Ich sehe keinen Timer. Wer hat einen Timer? Haben wir einen aktuellen Timer? Ah, 126. Wir können nur hoffen, dass es alles sauber beendet. Und dass wir den richtigen, die richtige Rangliste haben. Nur zur Info, wir machen eine 10-minütige Pause. So viel wollen wir den Fahrer geben. Ich muss die Liste auch ein bisschen machen. Und danach geht es natürlich zu den Interviews. Die werden natürlich stattfinden. Und vielleicht holen wir uns heute zur Abwechslung, weil Wochenende ist, noch den einen oder anderen rein. Und ja, ich muss schon mal meinen Taschenrechner aufrufen. Geht einfacher. Und natürlich bedanken wir uns auch wieder bei den 100 Zuschauern. Sehr schön. Ja, leider hat man eine Trennung. Schade. Und leider hat man auch ein paar technische Probleme, der eine oder andere. Also es gab wohl auch unter anderem Lags. Also das ist... Das, na, ich habe das Foto schon draußen gemacht. Draußen, wo komplett beendet war. Das ist das Problem. Da darf eigentlich nichts mehr, ja. Hat jemand noch ein paar, hat jemand eine Sekundenanzeige? 31. So, 10 Sekunden. Ich hoffe, es funktioniert. Drückt mal hier auch die Daumen und dann werde ich ganz kurz mal hier in... Jawohl. Es gibt wieder kein offizielles Ende. Bitte schauen, Replay speichern, Screenshot nochmal machen und ja, ich kann mir schon vorstellen, wir wurden auch nicht disqualifiziert und es sind zu viele Leute in der Box... aber schaut mal die Rangliste an. Die stimmt soweit, oder? Ich mache noch ein Bild. Die müsste ja soweit stimmen. Ich mache auf mit meinem Handy ein Bild. Dann brauche ich nämlich nachher nicht immer...
Bitte keiner rausgehen. Bitte keiner rausgehen. Ich muss ganz kurz ein Bild machen und... So, haltet euch bereit, ich gehe jetzt raus. Ist Peter da? Na, Peter. Ja, ich bin. Ja, also behaltet dich bereit zum Speichern. Ich gehe jetzt raus. Ich hoffe, keiner hat das Spiel verlassen bis jetzt. Das sollte alles. Also, keiner ist rausgegangen. Einer ist rausgegangen. Ganz schlecht. Immer warten, bis der Dings rausgeht. So, Peter, ist was passiert? Kannst du speichern? Bei mir nicht. Dann geh du jetzt als nächstes raus. Ah, andere konnten speichern. Also bei mir ging das Abspeichern auch nicht. Na prima. Wir hoffen jetzt einfach, dass Markus es ging für die Rennleitung. Ja. Ach, es ist einfach schlimm, dass wir uns mit solchen belanglosen Dingen immer rumschlagen müssen. Hey, das ist... Ja, gut, Markus hat, die Rennleitung hat ihr Material und die anderen haben auch das Material, nur die Zuschauermodus nicht. Wir machen eine ganz kleine Pause und dann kommen wir zu den Interviews und ja, ich hoffe, das passt dann alles. Du bist ja dabei jetzt da, ich würde mal kurz AFK gehen und dann geht's weiter. Ja, ja. Ja, meine Damen und Herren, das war wieder mal der Renault Clio Cup. War ein sehr schönes Rennen. Kontrahenten, alle gut gefahren, haben alles gegeben. Und ja, wir werden die Plätze 1, 2 und 3 gleich zu einem Interview einladen und Eindrücke auffangen, wie denn die Fahrer ihr Rennen erlebt haben, und ich denke, wir werden hier die ein oder andere gute Story gleich hören. Ja, Doug, das ist sehr, sehr traurig, aber du bist leider nicht der Einzige, der davon betroffen ist. Das sind wir auch. Ja, hat alles wieder nicht so geklappt, wie wir uns das gerne vorgestellt haben. Aber ich hoffe, dass wir in der Zukunft hier ja, doch noch die ein oder andere Verbesserung durchgeführt wird, dass sie diese Fehler einfach wegpatchen. Und ja, gibt immer so einen kleinen bitteren Nachgeschmack, wenn dann Leute kurz vor ihrem Rennen oder in der letzten Runde dann noch einen Disconnect haben und einfach aus dem Spiel genommen werden. Das ist immer so ärgerlich. Vor allem, weil wir keine Möglichkeit haben, hier noch eine Bewertung abzugeben. Und das ist für die Fahrer echt frustrierend zurzeit. Das muss dringend vom Publisher abgestellt werden, leider. Es ist zurzeit aber auch noch so, und wir müssen gucken, dass wir das Beste daraus machen. Und es gibt für manche Phänomene gibt es bereits eine Lösung, die in der nächsten Saison ihre Anwendung findet. Und wir hoffen einfach, dass dann, wenn dann solche Probleme passieren, dass wir dennoch die Fahrer weiterhin motivieren können, ihr Bestes zu geben. Aber im Moment, denke ich mal, ist der ein oder andere dermaßen frustriert, dass er am liebsten sagt, ich
Ich spiele lieber Ping-Pong, als mich hier abzuärgern, was ich absolut verstehen kann. Aber so sei es, so ist es und im Moment müssen wir einfach damit leben. Aber wie gesagt, ich denke, wir konnten ihm trotz alledem hier ein gutes Rennen zeigen, ihn die Erlebnisse auf der Strecke den Fahrern ihn näher bringen und vielleicht auch die ein oder andere spannende Minute präsentieren. Und ich hoffe, wir hatten eine gute Unterhaltung und würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Rennen wieder dabei sind und unsere Fahrer anfeuern. In der nächsten Saison gibt es dann auch möglicherweise den einen oder anderen Fahrer, der jetzt hier irgendein ein Pseudonym fährt, wo dann Echtnamen eingeführt werden. Allerdings ist das auf freiwilliger Basis. Das ist für jeden Fahrer frei wählbar. Macht nur mehr Sinn, wenn man dann auch hier Moment, bei der genau Wahrheit weiß, bleiben. wer damit Der fährt. Vorname muss Ja, echt ja, ja, sein. ja. Der Ja. Vorname muss echt sein und der Nachname ist natürlich frei wählbar. Komischerweise haben Ja, wir frei lauter wählbar deutsche meint. Anmeldungen Ja. und lauter amerikanische Nachnamen. Das ist ein bisschen irrigierend. Finde ich auch ein bisschen komisch, ja. Wobei im Reglement drin stand oder im Dings, dass man sich doch einen deutschen Namen auswählt. Und ich habe extra eine Liste ausgehangen mit allen deutschen Namen. Und irgendwie meldet sich jeder mit einem englischen Namen an. Das ist irgendwie, ja. Einen englischen Jens Namen. Bradley, weiß der Teufel, ja, ist ein bisschen komisch. Ich werde schön die Tabelle nebenbei machen und dann werden wir die Interviewgäste einladen. Der Walz kann euch weiter, ja. Können wir Ja, schon unter mit. Frei Wählbar meine ich, habe ich eigentlich nur gemeint, dass wenn jemand sich echt oder einen echten Namen zulegen will, das kann er natürlich ganz frei wählen, weil man hier immer noch den Zwang hat, einen neuen Account zu erstellen und das kann für manche irgendwann im Spiel Schwierigkeiten sorgen und von daher. Aber wenn man es macht, dann ganz klar einen ganz klaren den eigenen Vornamen. Und der Nachname darf dann frei wählbar sein. Bitte doch einen deutschen Namen wählen. Macht mehr Sinn. Und ja, ich gebe das Wort an Manu. Ja, Weiter. was ich noch sagen wollte, was ich jetzt wiederum schon wieder vergessen habe, weil die Übergabe recht schnell war, meine Aussage kannst du laut sagen. Wir haben, ja, das war heute, für manchen Stellen haben wir komische Lecks bei den ein oder anderen Fahrern gesehen. Das war ein bisschen ein ganz komisches Rennen heute und auch mit Fehlern, ja. Das ist, heute war nicht alles optimal. Ist auch immer nicht optimal, aber wir hatten mal keine unsichtbare Faust oder einen Wirbelsturm. Das können wir vorweg mal sagen, sofern ich das mitbekommen habe. Und ich bin auch schon gespannt, was Ja, bei gut. Skara los war. Nur ich glaube, du musst das jetzt ganz, sonst dauert die Rangliste zu lang. Ich glaube, ja, du kannst auch noch ein bisschen Werbung machen, dass sich noch Leute trauen, einen Manager anzumelden, weil wir einfach zu wenig Manager haben und somit nicht. Ja, ich greife das jetzt gerade mal auf und kommt dem Wunsch von Manu nach. Also, meine lieben Fahrer, es sind noch einige Managerposten frei, die unbedingt belegt werden müssen. Versucht doch bitte ein Team zusammenzustellen, mit dem ihr in der nächsten Saison zusammenfahren wollt. Ein Team zu managen kann eine interessante Angelegenheit sein. Man muss sich damit ein bisschen auseinandersetzen. Und ich hoffe, dass da noch einige Anmeldungen kommen, damit wir mindestens in der nächsten Saison unsere drei Gruppen voll bekommen. Das wäre sehr, sehr, sehr schön. Also nochmal, bitte ringt euch durch, versucht doch einfach mal einen Manager, sucht euch zwei Fahrer, drei Fahrer, zwei Fahrer für das Team und einen Ersatzfahrer. Und meldet ihr euch als Manager. Ja, Manu, ich kann das Wort wieder an dich weitergeben. Ja, ich mache immer noch die Rangliste, so schnell bin ich nicht. Ich bin bei Platz 5. Ah, okay.
Platz 5 mit 11 Punkten. GPO. Was ist Berti? Ich krieg gerade nicht ganz richtig alles mit. Ich guck gerade. Ja, Spritmenge. Da muss ich noch mal, oder ich könnte einfach mal noch mal ein Gespräch mit Berti führen, um auch hier mal das mal klarzustellen. Ja, wie soll man denn bitte nachtanken? Okay, da ist in jedem Fall Nachholbedarf. Betty, ich werde mich da darum kümmern, dass du da auch die bestimmte Information bekommst, wie sich das denn im Rennen verhält, damit du beim nächsten Rennen da nicht wieder mit einem Liter Sprit wie zu wenig durch die Gegend fährst, was die Reifen angeht. Vielleicht auch mal hier und da der kleine Setup antippt. Wir setzen uns einfach nochmal zusammen. Ja, was man auch sagen muss, es ist nur eine Richtlinie. Ist auch je nach Fahrer. Wenn ein Fahrer ein bisschen anderen Fahrstil hat, dann verbraucht er auch mehr. Das ist nur so eine grobe. Deswegen nehmt immer mehr Sprit mit. Lasst euch nicht, genau 36. Also ich würde immer mehr, dass ich mindestens noch 2 Runden mehr fahren kann. Also das ist, verlasst euch da nicht zu sehr auf diese Anzeige. So, wo ist Taxi? Taxi, Taxi, Taxi. Ja, fremde Replays kann man nicht abspielen. Es gibt noch keinen Player, der das ermöglicht. Das lässt sich leider so nicht machen. Deswegen sollte jeder Fahrer seinen Replay haben, wenn es dann zu Problemen kommt. Da gibt es leider noch keine andere Möglichkeit. Ja, wir machen das halt über SharePlay momentan. Ist auch ganz klar. Und im Prinzip sind ja eigentlich nur 10 Fahrer durchs Ziel gekommen. Moritz Mayer rausgefallen, Berti am Ende raus gewesen. Sasu Unfall, hatte eine Berührung und konnte dann nicht weiterfahren. Hat schon eine Pressemeldung abgegeben. Schade. Schade drum, aber so ist es nun mal, kann man nichts machen. Wir schauen jetzt mal noch GPO 5, 11 Punkte. Wir haben auf jeden Fall jetzt mal einen Tabellenstand. Die Tabelle wird jetzt... hast du auch die Strategie richtig eingestellt? Irgendwas wird es ja gewesen sein. Normalerweise passt es ja ganz gut, wenn du die Strategie zu wenig nachtankst oder irgendwie, ich weiß es ja nicht. So, wir werden jetzt mal das Ganze speichern. Ich werde jetzt ganz kurz die aktuelle Rangliste durchgehen. Und da ist René auf Platz 1 mit 50 Punkten. Skara auf 2 mit 36 Punkten. Markus Wöller, Markus Kemp alias Wöller mit 29 Punkten auf Platz 3. Grugi auf 4 mit 23 Punkten. Dark auf 5 mit 18 Punkten. Moritz leider ausgefallen, auf Platz 6 zurückgefallen mit 16 Punkten. Renfield mit 12 Punkte auf Platz 7, GPO mit 11 Punkte auf Platz 8, Berti leider keine Punkte machen können, auf Platz 9 aktuell, Sigi auf 10 mit 9 Punkte, Sasu auf 8 Punkte, Taxi auf 12 mit 8 Punkte, Frequencer konnte auch keine Punkte machen, hat nicht teilgenommen und Brandai hat, wenn mich nicht alles täuscht, Moment, da muss ich kurz noch was machen. Da haben wir noch einen kleinen Brandei, genau, Platz 9. 7 Punkte. Also somit auch wie Frequencer. So, das ist der aktuelle Stand nach dem zweiten Rennen. Und wir werden jetzt ganz schnell mal René reinholen. Und mal hören, was er so zum Erzählen hat. Man wird dich jetzt nicht hören, wenn du jetzt was reden möchtest. Blue Screen. So, wir haben hier aber schon zwei. Okay, alte Meldungen. So, wir haben René eingeladen. Ja, vor allem diese 2 Runden mehr, das reißt es halt wirklich raus. Den Sprit würde ich immer. Ja, das ist...
So, wir haben René in der Sprecherkabine und wir sagen erstmal herzlichen Glückwunsch, René. Es ging voll und ganz auf, glaube ich. Guter Start, Platz 1 am Ende geworden. Ja, ja, erzähl. Ja. Ja, vielen Dank. So richtig kann ich mich über den ersten Platz nicht freuen, weil ich gesehen habe, wie Moritz rausgefallen ist. Das hat mich richtig geärgert in dem Moment. Ich weiß, wie man sich da fühlt. Ist mir auch schon passiert und also wirklich, da müssen die Entwickler echt noch ein bisschen was machen. Dass sowas nicht passiert, ist ja echt schade. So, zum Rennen war ich natürlich im Großen und Ganzen sehr zufrieden, wobei ich ehrlich gesagt einen Schreck bekommen habe, was Vascara für Zeiten fährt im Qualifying. Das hat mich ja, da habe ich ja richtig gebraucht, um da nochmal zu kontern. Das war sehr überraschend für mich. Zeigt mir, dass er doch nicht alles aufgedeckt hatte. Und war für mich selber sehr spannend, da nochmal ranzukommen. Gott sei Dank bin ich rangekommen und konnte das nochmal gerade biegen. Der Start hat super geklappt. Ich bin sehr gut weggekommen. Und hat sich die Startübung heute gelohnt. Und muss sagen, der weitere Rennverlauf, der war eigentlich unspektakulär. Ich bin vorne, ich konnte mich vorne konzentrieren auf meine Linie, bin sauber durchgekommen und hatte eigentlich nur Probleme, auch nicht mit den Boxenstopps und mit dieser Tankanzeige, wo Berti Probleme hat, war bei mir so, dass ich feststelle, die angezeigte Rundenzahl, die angepeilte, also die stimmt bei mir in dem Fall nicht. Ich kann mehr fahren, als angezeigt wird. Ja, ist bei mir in der Regel auch so. Wie gesagt, das ist eh nur eine kleine Richtlinie. Aber bei mir ist es auch so. Wir haben übrigens ein ganz bisschen auch ein Ruckeln hier. Ich würde es nicht mal so arg dieses Problem von Moritz jetzt auf den Entwickler schieben. Ich glaube da eher, das ist ein kleines PSN und sonstiges Problem. Ich würde mal da mal den Entwickler außen vor lassen im Moment. Ich weiß es, man kann, das ist alles Spekulation. Aber nichtsdestotrotz ist es hammerschade. Es ist frustrierend und ja. Moritz schon das zweite Mal passiert und dir ist es ja auch schon passiert. Das ist natürlich eine Sache, wo wir auch nicht gern sehen. Das ist natürlich, ja, vor allem bei so einer Meisterschaft, wo es jetzt doch um was schon geht. Was mich noch sehr interessiert, also da bin ich sehr gespannt, was Gara zu erzählen hat, was der im ersten Stint gemacht hat. Die ersten Runden konnte er super mithalten. Die Qualifying-Zeit war ja ein Hammer, die er da gefahren ist. Und da habe ich ja richtig knabbern müssen aber er ist ja einfach zurückgefallen aus irgendwelchen Grund. Also da bin ich ja mal gespannt, was er da zu berichten hat. Da sind wir alle gespannt. Da haben wir erst irgendwann mal vermutet, ist es Taktik, will er durchfahren, kann er aber gar nicht wegen dem Sprit. Hat er einen Aero-Schaden und dann im zweiten Stint hat er dann wieder zu seiner alten Stärke gefunden. Ich hatte über die Übertragung immer wieder mal Lecks, andere haben, Dark hat ihn anscheinend Lecken gesehen, ob das auch andere ihn Lecken gesehen haben, also bei meiner Aufzeichnung sah das enorm krank aus, wie der gefahren ist, also von einer Bande gegen die andere Bande gestoßen. Beim Peter sah es sofern gut aus. Hin und wieder haben auch alle ein bisschen, also es gab auf jeden Fall technische Probleme, heute bei allen irgendwo. Also ja, was wir halt gesehen haben. Ich denke, hundertprozentig reibungslos war das Rennen heute nicht. Aber es war auf jeden Fall ein schönes Rennen. Und da können wir uns auf jeden Fall freuen. Jetzt ist ja mehr oder weniger 2 Wochen dauert es jetzt ja, bis wir in Sakito GP ankommen. Wir haben ja Rennpause nächstes Wochenende und ja, da will ich dich mal drauf ansprechen. Sakito GP, was meinst du? Wie sieht's da aus? Ja, wir hatten ja schon ein kleines Clio-Rennen da gehabt im Vorabtest und da hatte ich ja meinen Wirbelsturm, das heißt als Führender hatte ich ja diesen Bug gehabt und wurde durch die Luft gewirbelt und habe mich da auf der vorderen Stoßstange tanzend erlebt und habe dann einen dritten noch geerbt. Ja, ansonsten die Strecke, ja, ist machbar, die ist fahrbar, also die ist eine Strecke, wo man auch lernen muss, wo da die Bremspunkte sind, welche Kurvengeschwindigkeiten man erreichen kann und dann geht's eigentlich recht gut, würde ich sagen. Was ich noch sagen will, ist, dass Markus heute ein klasse Rennen gefahren hat, also auf 2 Respekt, Gratulation und dass Gara noch einen dritten erreicht hat auch. Schade bloß um Moritz, weil das tut mir heute echt ein bisschen leid. Ja, Moritz ist natürlich durch diesen Vorfall jetzt auf Platz 6 zurückgefallen, was echt ärgerlich ist. Wir haben ja jetzt noch 2 Rennen.
ist ja noch nicht alles vorbei, aber es ist halt blöd, wenn man fast das ganze Rennen durchfährt, ein gutes Rennen fährt und dann halt, ja, 10 Runden vor Ende ist Schluss, aber es kann uns halt alle treffen. Man muss es halt, ja, keine Ahnung, man muss viel Fantasie haben und einfach das Team die Schuld geben. Wer auch immer, irgendeiner ist schuld. Ja, ärgerlich ist es so oder so. Zu deinem Wirbelsturm oder die Faust Buddhas, was auch immer, das kann auf jede Strecke passieren. Also es ist spezifisch auf die Strecke, das ist ja so ein Random-Effekt, wo jederzeit überall passieren kann. Und ja, von der Strecke her, ja, muss es ja. Schlag das. Ist halt das Erste, woran ich mich erinnere. Wenn ich Clio und Akito zusammennehme, dann hatte ich da mein Erlebnis, weißt du? Und deswegen, aber gut, wird schon klappen. Vielleicht habe ich das Glück, dass es nicht zweimal auf der gleichen Strecke passiert und schon gar nicht in der letzten Runde als Führender. Das war ja diese verhängnisvolle Situation das letzte Mal, aber gut. Dann mal besser hoffen. Ja, hoffen wir mal den Teufel Anfang an gleich an die Wand und auf jeden Fall bedanken wir uns. Ach, wahrscheinlich wollte Dings auch noch was sagen, sorry. Ja, du störst ganz Ja, schön ich gerade bin bei auch mir. hier noch da. Ich bin doch auch noch da. Ja. Ja, Halb wieder. René, ja. Hallo. Stimmt. Ja, meinen herzlichen Glückwunsch zu Platz 1, Pole und Start und Sieg. Das macht natürlich richtig Laune. Kann ich mir vorstellen, dass du vorne so ein bisschen Langeweile hattest. Ich denke mal, Arme aus der Fenster und eine Zigarette zwischendurch rauchen. Was so? Naja, ich hatte auf der einen Seite einen Döner in der Hand und auf der anderen Seite ein bisschen gelenkt. Von der Sache her ging schon. Meine Pedale haben nicht funktioniert und nee, es war echt anstrengend vorne. Wie gesagt, im Qualifying, da habe ich Blut und Wasser geschwitzt. Im Rennen konnte ich es einen Tick entspannter angehen. Gerade die letzten Runden habe ich dann sehr darauf geachtet, die Reifen zu schonen, wo ich gemerkt habe, dass ich den Vorsprung konstant zu Markus halten konnte. Hab sehr darauf geachtet, dass ich die Kurven sauber fahre, dass nicht irgendeine von den blöden Curbs hier in Oschersleben mir zum Verhängnis wird und hat ja gut geklappt, bin ich zufrieden. Ja, ich meine, das muss man erstmal da so hinzaubern, so ein sauberes Rennen führend auch zu Ende zu führen. Das ist schon beachtlich und wie gesagt, mein Glückwunsch dazu. Ne? Und Vielen eine Dank. andere Frage, ist dir irgendwie auch so irgendwie in merkwürdige Sachen unterwegs so passiert, so Lecks und dergleichen? Oder hattest du Nee, ein Gott. absolut sauberes Rennen? Absolut sauber. Also von meiner Seite aus auch die Fahrzeuge, die hinter mir waren im Rückspiegel oder so. Ich hatte ja nur Fahrer im Rückspiegel. War eigentlich keine Überrundung, komischerweise. Aber das hatte ich wahrscheinlich durch die Boxen so verschoben und so einen Überschuss hatte ich auch nicht, dass ich da überrunden musste. Ja, nee, ansonsten, was ich gesehen habe, war soweit alles sauber. Auch im Qualifying oder im Training, wenn ich die Leute so beobachtet habe. Meine Abstände gelassen habe, war alles eigentlich ohne Lachs. Also kann ich Ja, aber nicht, weiß ich auch als dein nicht. Manager, dein Manager hätte ich jetzt gesagt, wie du hast noch was im Rückspiegel gehabt. Da kommt die, da geht ja immer gar nicht. Ja, wenn ich mir wohl was anhören dürfen. Okay. Nee, super Rennen war wirklich eine super Pace, die du da hingelegt hast mit dem Auto. Das war echt Weltklasse und absolut verdient gewonnen, ganz klar. Und wie gesagt, mein herzlichen Glückwunsch. Lass die Korken knallen, ne? Und ja, keep racing. Jo, Alles klar. von mir auch Danke. nochmal Glückwunsch. Bis zum nächsten Mal, René, und lass dich feiern. Ja, jetzt geht erstmal ein Trinken oder ins Bett, was auch immer. Okay. Bis die Gute Tage. Nacht, Alles Joey. klar. Nee, ciao. So, und wir laden ganz schnell jetzt Markus Kemp ein, alias Wöller. Ich kenne schon mal ein bisschen an, weil wir in Zukunft ja die Pseudonyms nehmen werden, anstatt die PSN-Namen, weil es auch einfach zu moderieren ja einfach schöner ist und sich schöner anhört. Ja, du hast Bluescreen. So, wir haben den Markus eingeladen. Er läuft mal wieder ganz schnurstracks die Treppen hoch. Aufzug immer noch kaputt. Und da ist er schon. Diesmal hat er ja echt gesprintet, nachdem er Platz 2 geworden ist.
Er hat den Schönen Abend. beflügelt. Schönen Jo, Abend. herzlichen Glückwunsch, Markus. Platz 2. Kann man das glauben? Hättest du das vorm Rennen erwartet, dass du Platz 2 vorfährst? Wow, nee, nicht so ganz. Also, um ehrlich zu sein, gestern so in den Qualifying, was war ja, oder mit die Ze von den Zeiten her, war ich ja so 4, 5 und habe auch gedacht dann im Rennen, ja, wenn ich da ankomme, da bin ich schon super zufrieden. Ich habe aber eingangs hier im Interview ja schon gesagt, weil ich ja, wo ich eingeladen worden bin, ich habe heute echt noch Zeit gefunden. Ne? Ich habe noch ein bisschen an dem Setup gebastelt. Ich habe echt über eine Sekunde gut gemacht. Und ja, dass ich dann von 3 starten konnte, da habe ich mich schon echt super drüber gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich auch nicht erwartet unbedingt. Naja, jetzt hast du ja mehr oder weniger ja, ein hartes Rennen hinter dir. Und ich muss dir jetzt wirklich sagen, du bist ja jetzt in der Gesamtrangliste auf Platz 3, heute 2 gefahren, somit auf 3, also bist jetzt ja mitten vorne dabei. Das ist ja, wie fühlt sich's an? Ja, also übers Rennen, da freue ich mich natürlich wie Schnitzel, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, Zweiter zu werden, auch wenn Moritz da ausgefallen ist, leider. Ja, schade drum, aber klar freue ich mich, so ein tolles Ergebnis eingefahren zu haben. Logisch. Jo, Peter. Ja, Markus, auch von mir meinen herzlichen Glückwunsch zu Platz 3. Ja, wie ich dazu sehe, hast du jetzt gerade mal eine Marke gesetzt. Ne? Selbst der René ist ins Schwitzen gekommen, weil der hätte richtig Probleme, deine Zeit nochmal zu knacken, die ihm da vorgelegt hast. Mein Nee, lieber das war der Oschi, da hast du Skara, aber auch wieder Entschuldigung. Glück. Skara? Ach, Skara war das. Ja. Okay, Entschuldigung, dann kriegt er gerade was durcheinander. Ja, ich vergesse das eben, was ich gerade gesagt habe. Ne? Ja, aber trotzdem super Ergebnis. Traurig natürlich für Moritz, dass er ausgefallen ist, aber dennoch. Ja, wie hast du dein Rennen so erlebt? Erzähl mal. Ja, ich hatte am Start echte Probleme, habe da sogar 2 Plätze verloren. Ja, Moritz hatte einen sehr guten Start. Ich glaube, der ist auf 2 fahren können sogar. War Dark und Skara halt noch vor mir. Und Moritz ist aber in der dritten, vierten Runde, wenn ich das richtig gesehen habe, war er das, ist übers Gras gekommen, hat da Geschwindigkeit verloren und da sind wir alle 3 halt an ihm vorbei. War ich zumindest schon mal wieder auf 4. Und ja, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich dann wieder auf 3 gekommen bin. Ach doch, klar. Dark war vor mir und ich nehme an, er hat einen Cut, ja, in dieser tollen Schikane. Ich nehme an, es war ein Cut, weil er wurde relativ langsam und ich konnte ja, recht einfach dann an ihm vorbei. Ich habe zwar vorher schon mal versucht, in der gleichen Runde ihn anzugreifen, hätte auch beinahe geklappt. Ich habe aber dann doch nochmal zurückgezogen, weil das hätte wahrscheinlich krachen können sonst. Also man weiß es nicht. Ist nicht passiert, war alles gut. Beim Start sauber weggekommen eigentlich. Ich habe zwar einen kleinen Stoß von hinten bekommen, aber das ist Cuprennen. Also guckt euch Cuprennen an, da wird nur gerempelt. Das ist vollkommen normal. Nee. Und ja, hab dann natürlich, ich habe relativ früh gestoppt im Gegensatz zu den anderen. Kam vor Moritz raus, der war ja recht knapp hinter mir. Ist das so richtig? Ja, das war Moritz. Und er hat dann aber so, ja, nach 2 Runden konnte ich mich dann so ein bisschen absetzen. So knapp 5 Sekunden Vorsprung hatte ich dann. Ja, und dann hatte er seinen Ausfall, leider Gottes. Ja, und letztendlich zum Schluss hin, als ich auf Platz 2 war, okay, vorne konnte ich nicht mehr ranfahren. Das waren 10, 11 Ja. Sekunden. Ja, dann ging es mal auf 12, 13 und dann ging es wieder vielleicht ein bisschen runter. Und da, ich habe gemerkt, schon Reifen und ich musste auch irgendwie Reifen schonen. Ich habe halt auf dem dritten, habe ich halt eigentlich Plus gemacht. Der war zu dem Zeitpunkt Dark noch, sehr lange Zeit und der war 10 Sekunden zurück und dann war es 12 Sekunden, 14 Sekunden und ich weiß nicht, was bei ihm los war. Und dann, ich weiß nicht mal, wie er Vierter geworden ist. Das müsst ihr mir mal erklären. Ich habe gedacht, er kommt als Dritter durch. Ja, irgendwie haben wir auch manchmal solche Sprünge gehabt. Also ja, hast du, wobei wir werden ja Skara sowieso gleich selber fragen, aber irgendwas war ja auch mit Skara. Der war ja eigentlich vorne dabei und auf einmal, zack, gucke ich wieder in Platz 6 und ist irgendwann auf 7. Na klar, wird Skara eh gleich uns das persönlich sagen, was er da, aber irgendwas, hattest du irgendwelche Lecks oder sonst was oder andere Fahrer, die rumgeleckt haben? Ich konnte es ja auch nur die, ja, so die ersten
rund 8 bis 10 Runden beobachten. Das ist mir zweimal aufgefallen, dass vor mir Lecks waren, aber das war nicht irgendwas Riesiges. So, ja, manchmal hat man ja Lecks, da fahren die auf einmal durch die Wiese und denkt sich, oh, was ist denn da passiert? Und dann fahren die wieder ganz normal auf der Strecke, aber das waren eher kleinere Lecks. Ja, sind aufgefallen, aber danach dann nicht mehr eigentlich. Und dann, wie gesagt, zwei Situationen nur. Ja, wir hatten eben, also ich habe stellenweise im Stream, aber das ist eh immer auch mit dem Synchronationsproblem, aber da war es natürlich, ja, sah es bei mir ganz schlimm aus, beim Peter ganz gut eigentlich, ja, komisch. Naja, ein richtiges Ende hatten wir ja auch nicht, aber du hast auf jeden Fall das Replay, haben wir mitbekommen. Das ist schon mal gut. Aber sofern, ja, es gab 2, 3 Stellen, wo ich jetzt gesehen habe, aber insgesamt, glaube ich, war das doch, doch ein faires Rennen und ja, es sah eigentlich recht ordentlich aus, muss man wirklich sagen. Ja, ich habe es mir, das Replay, den Start habe ich mir schon mal angesehen. Das hat bis zu Platz 6, 7 hat es ganz gut geklappt. Und die dann von hinten aufgefahren sind, da haben sich dann 2 wahrscheinlich irgendwie erwischt und sind dann rausgerutscht. Und die dann wiederum dahinter waren, die sind wiederum sauber durch die Kurve gekommen, durch die ersten, und es haben sich alle aber anständig eingereiht. Ja, wie gesagt, ich habe beim Start auch so leicht von hinten einbekommen. Gut, irgendwann muss man bremsen, wenn man selber keinen wegschubsen möchte. Aber da ist nichts passiert. Wie gesagt, 2 sind rausgerutscht. Warum, müsste ich auch nochmal genau gucken, aber wenn da denn eine Nachfrage kommt. Aber sonst sah es auf jeden Fall sauber aus, das ganze Rennen. Moritz hat mich auch einmal angeschoben, so ganz leicht, aber ist auch nichts bei passiert. Er hat das vielleicht ein wenig unterschätzt, nach Startziel, wie ich da gebremst habe. Vielleicht habe ich auch ein bisschen früher gebremst als er. Hat das versucht und hat zurückgesteckt und ganz leicht berührt, aber ist nichts bei passiert. Ja, dann ist er gut, auf jeden Fall. Ja. Heute Rennfahrer, morgen wieder Moderator. Wir können ja morgen freuen, morgen fahre ich, da bin ich mal außen vor. Ich versuch's Beste und ihr zwei werdet ja morgen moderieren. Da freue ich mich dann ganz toll auch wieder. Da kann ich mir Sonntagmorgen schön eure Moderation anschauen und anhören. Das mache ich immer in der Regel immer, meistens sogar zweimal, weil ich das so klasse finde. Und ich freue mich schon drauf auf euch. Ja, danke. Kann ich nur eigentlich auch zurückgeben. Es macht mit dir auch ja auch immer Spaß und sonst wäre ich auch nicht dabei, sonst wäre es ja für mich zu langweilig. Aber wie gesagt, Markus, super Rennen, gut gefahren, gute Pace, gar keine Frage. Sauberes Rennen abgeliefert, Hut ab. Meine Güte. Sehr schön gemacht. Ja, ich würde sagen, ja, dann feier mal schön, dass die Knorken, Korken knallen. Knorken? Ja, ja. Knorke, ja. Knorke mal knallen. Sehen. Also, so gut. Und keep racing, Junge. Ja, vielen Dank. Bis morgen. Jo, Markus, bis morgen. Dann. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, und wir werden jetzt den Drittplatzierten einladen, der sich noch am Ende retten konnte, mehr oder weniger, nachdem der Erste den echt durchwachsen war, oder mehr als durchwachsen, da fehlen ja fast gerade momentan das richtige Wort. Und ihr werdet jetzt mal hören, was da los war bei Scara. Der hat bestimmt viel Redebedarf. Das vermute ich sehr, dass er einiges zum Erzählen hat. Naja, das war kein Taktik mehr, glaube ich. Aber wir werden es jetzt gleich hören. Die Spekulation hat ein Ende. Scara wird uns erzählen, ja, da hat er wahrscheinlich eher zu viel Tic-Tac-Indus gehabt, aber ob das Taktik war, naja. Schauen wir mal. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Übrigens, das Rennen von Mittwoch ist heute erst online gekommen und Scara ist auch schon da. Warten wir noch, bis er Piep macht, dann mache ich nämlich Piep, Piep. Servus. Yo, herzlichen Glückwunsch, Scara. Noch auf 3 vorgefahren nach Anfang der durchwachsenes Rennen. Ich glaube, ja, Blotti meint vielleicht Taktik, er oder Peter, und ich meine, ich glaube, das war kein Taktik, da war irgendwas anderes, oder? Nee, das war definitiv keine Taktik. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Stadt war soweit eigentlich ganz gut. Ich war hinter dem René gelegen. Von hinten kamen Moritz und Wüller und keine Ahnung, wer noch alles. Und da, glaube ich, war auch noch dabei. Ich habe gesehen, dass Moritz richtig schnell war. Dann wollte ich ihn vorbeilassen.
Und dann ging es eigentlich die Scheiße los. Aufs Gras raus, gedreht, 5 Sekunden Strafe und. Es war richtig beschissen. Und irgendwann mal, da war ich, keine Ahnung, 8. oder so, 9. war ich irgendwann mal zwischenzeitlich. Es ging gar nichts mehr. Es war wirklich ein Drecksrennen. Ja. Um zum Thema Legmol noch kurz zu kommen. Also ich weiß nicht warum, aber dass ich geleckt habe, kann ich mir kaum vorstellen. Ich wohne über eine Firma, da habe ich eine Standleitung. Ich habe eine 100 Mbit Leitung und 6 Mbit Upload. Eigentlich eine gute Leitung. Skara, da will ich aber nur eine Sache sagen. Das hat nicht immer, du kannst noch eine gute Internetleitung haben, wenn in deiner Region PSN-Probleme sind. Also das muss nicht überhaupt nicht an dir liegen. Das kann nur dort in der Region PSN-Probleme geben und da kannst du dadurch auch schon Lags geben. Also das ist jetzt ganz legitim. Bei mir kam es auch vor, dass enorme Lags da waren. Dein Ping war soweit okay. Ja, es ist, sei es drum. Hat auch nicht jeder was gesagt. Das ist auch jeder, ja, wie auch immer. Aber ja, lassen wir mal das Thema Lags, sagen wir mal eher, gehen wir mal zu dem Thema nach dem Boxenstopp. Da bist du ja eigentlich frisch geboren nochmal, so empfand ich das, weil auf einmal haben wir den Skara gesehen, den wir eigentlich von Anfang an sehen wollten und du hast die vorgekämpft. Erzähl. Ich hab sehr geile Fights gehabt mit Berti und mit Tiki und wie sie alle hießen, also es war richtig geil. Ich bin vorbei, dann habe ich wieder einen Fehler, dann waren die wieder vorbei und so weiter. Also es war, ich weiß nicht, ob ich irgendeinen einmal berührt habe oder irgendwas, weiß ich nicht. Ich glaube, das war eigentlich mehr oder weniger alles soweit fair. Ja, und dann ganz zum Schluss hatte ich auch ein bisschen Glück. Ich weiß nicht, Dark hatte irgendwelche Probleme mit dem Reifen wahrscheinlich. Der ist vor mir gefahren, hatte irgendwann nochmal so 10, 12, 13 Sekunden Vorsprung. Dann ist dann, keine Ahnung wieso, er ist immer langsamer geworden. Vor mir hat es immer geraucht und gequalmt und die Reifen von ihm waren wirklich beschissen, denke ich mal. Und dann kam ich da eigentlich mehr oder weniger ohne Probleme voran und auch an ihm vorbei. Und es war 3, 4 Runden vor Schluss und dann am Ende hatte ich nochmal 6 Sekunden Vorsprung vor ihm rausgeholt. Ja, eigentlich das Rennen zum Vergessen. Glückwunsch an René. Der ist jetzt halt weg. Ewig viele Punkte Vorsprung. Ich weiß gar nicht genau, wie viel. Er hat 50, ich habe keine Ahnung. 36, so ewig viele Punkte ist er nicht weg. Und du weißt ganz genau, im nächsten Rennen kann schon was wieder lauern. Und wir haben noch 2 Rennen. Ja, ja, natürlich. Ich hoffe aber natürlich auch nicht, dass er irgendwie einen Ausfall hat oder irgendwas, dass er dann mit Nullpunkte dasteht, so wie Moritz. Ich habe mit Moritz auch wieder ein bisschen geübt, die Strecke. Und das wäre mir natürlich auch wieder mit der Japan-Strecke mache. Da mal ein bisschen mehr intensiver. Ob ich dann beim Proberennen wieder alles zeige, was ich eigentlich machen kann, das weiß ich nicht, René. Hast du eigentlich nicht. Du hast es eigentlich nicht gemacht. Weil erst heute hast du so eine Top-Zeit gezeigt. Und dann habe ich ja noch gemeint, jetzt bin ich mal gespannt, ob René noch mal seine allerbeste Zeit rausholt. Das mit den 1:41.1 und hat es gerade noch in der Dings. Also, da hast du echt nochmal nachgelegt. Da bist du ja wirklich, hast du die 1:41.3 gefahren. Da muss man ja sagen. Ja. Ja. Ein bisschen Geheimnis muss man schon noch haben, ne? Also fürs Rennen. Das ist ja bei den Trainings und so weiter, bei der Formel 1 oder sonst irgendwo. Genau. Ja, eigentlich genauso. Das war ja bei Moritz so. Moritz war 1,7 Sekunden hinten im Training noch. Ich so, oh, okay. Und auf einmal, zack, Qualifying. Ja, jetzt gebe ich aber mal das Wort endlich an Peter. Der wartet nämlich schon in den Startlöchern. Ja, ich soll dir von René ausrichten, du Schlingel. Ich sehe es im Chat. Ja, okay. René sagte schon, also er ist richtig im Qualifying ins Rücken gekommen, diese Zeit noch wirklich zu knacken. Ne? Da hast du wirklich eine Marke gesetzt, mit, muss man ganz ehrlich sagen. Also das war schon grandios, was wir da angelegt haben. Absoluter Respekt, dass er die nochmal geknackt hat und das war vielleicht 2 Minuten vor Ende und dann konnte ich noch nicht mal mehr reagieren. Also das war
Taktisch schon gut ausgedacht, ja. Aber wie gesagt, das war jetzt eigentlich eher Verzweiflungstat, sage ich mal, von René. Aber damit hat er nicht gerechnet. Also, ne? Aber man, das ist es ja, ne? Dass man auch noch mal seine Gegner richtig überraschen kann. Ne? Das macht es ja erst aus. Ne? Während dem Rennen bin ich irgendwann 20., 21., 22. Runde erst an die Box gefahren. Da habe ich mir echt überlegt, nur ein Splash and Dash zu machen, also nur rein, tanken, wieder raus, also ne, Splash and Dash. Aber das war mir dann doch ein bisschen das Risiko noch zu groß, die paar Runden zu fahren mit den absolut abgefahrenen Reifen, aber ich habe wirklich noch gut Zeit hinlegen können. Aber naja, das Risiko war dann zu groß, Reife wechseln, dann habe ich dann wieder ein paar Blitze verloren gehabt, aber ging dann noch einigermaßen gut. Ja, immerhin Schade, auf Platz 3, ja, also. Ja, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, auf Platz 4, weil Moritz rausgefallen Moritz ist. Und das tut mir sehr leid, wieder geübt mit ihm und so weiter, ist super gefahren. Scheißdreck. Ja, ist es auf jeden Fall. Es ist extrem schade, ja, und echt frustrierend. Aber wie gesagt, du hast ein hervorragendes Rennen gemacht. Also teilweise hatte ich so den Eindruck, du hast wirklich Probleme mit deinem Auto. Irgendwie stimmte da irgendwas nicht so. Immer eigentlich, wenn du so 3-4 Runden gut gefahren bist, dann hattest du irgendwie so einen Einbruch. Und das hat man also gut beobachten können. Ausritte, dann Dreher. Und was war da los? Unkonzentriert, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, das war wirklich schlimm. Ich habe zwar nicht so Cuts gehabt, dass ich wirklich dann mal 10 Sekunden, 5 Sekunden gar nicht, also die weniger, aber es war wirklich, ach, beschissen, einfach nur beschissen. Ich bei der Schikane ja, zwei, dreimal raus gefahren. Ja, auch nach dem Boxenstopp konnte man das immer wieder beobachten, dass da so, so Einbrüche sind. Ich dachte, mein Gott, was ist da bloß los? Aber danach. Wie auf Schienen, ne? Bist du durchgefahren und hast dann Platz 3. Jetzt mal ausgenommen, Moritz, dass er jetzt schon ausgefallen ist, eine gute Position erreicht und mein Hut ab. Das war eine geile Nummer. Ja, Dankeschön. Ja. So, okay, wie gesagt, wir gehen jetzt gleich. Wir verabschieden erstmal in Skara. Danke und nochmal herzlichen Glückwunsch, Platz 3. Ja. Trotz Rennen, wie auch immer, Gesamtrangliste Platz 2 sogar jetzt, egal wie, ist nun mal jetzt so, kannst du trotzdem stolz sein. Und ich denke, Augen nach vorne und weiter geht's. Und man sieht sich in 2 Wochen in Sakito. Natürlich, Clio fahren macht Spaß. Ja, okay. Wunderbar. Ja, also, lass die Korken knallen, ne? Und ich sag auch, keep racing, ne? Und alles Gute. Schönen Abend. Lass dich feiern. Jo, ciao. So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer und so, wie ihr schon gehört habt, nächstes Wochenende wird nichts sein, da ist dann Pause. Danach geht es dann in großen Schritten weiter zu der Neuformierung, zu die ganzen Ligen, Manager, zu der Relegationsrennen. Es steht jede Menge an, aber natürlich brauche ich mal ein Wochenende, wo ich kein Internet habe, einfach nur für mich und meine Frau. Das ist also auf jeden Fall wichtig und danach, danach wird es knallhart. Danach wird sich das Ganze noch weit verändern, nicht mehr vergleichbar mit jetzt. Und in dem Sinne wollte ich auch mal noch ansprechen, dieses Projekt hat natürlich auch jede Menge Kosten und wird auch in Zukunft jede Menge kosten. Und wenn der eine oder andere Zuschauer das Projekt gut findet, der kann ja gerne vielleicht den einen oder anderen Euro spenden. Oder auch die Fahrer, wie gesagt, wir machen hier, wir stecken hier sehr viel Zeit rein und Geld und sage ich nur danke, wenn ihr mithelft an dem Projekt. Wir brauchen eure Hilfe. In dem Sinne machen wir auch für heute Schluss. Morgen Abend 21 Uhr Vorberichte mit Peter als Moderator und Markus Kemp. Und ich denke, morgen wird interessant. Amateurgruppe 2, die Gruppe, die eigentlich jede Menge verschiedene Autos im Magen hat, nicht nur BMW. Und ich denke, können wir auf ein großes Finale hoffen und warten. Also das wird bestimmt, wird interessant. In dem Sinne verabschiede ich mich schon mal und gebe das Abschlusswort noch an Peter und ich sage schon mal gute Nacht. Ja, gute Nacht Manu und meine lieben Zuschauer, vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder zugeschaut haben
Und ich hoffe, wir konnten Sie gut unterhalten und Sie hatten Ihren Spaß und Ihre Spannung. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn Sie beim nächsten Event wieder dabei sind und unsere Frage vielleicht auch noch anfeuern. Und ja, wie gesagt, also vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und ich sage dann, ja, alle Fahrer, die heute gewonnen haben, lasst die Korken knallen, keep racing, gute Nacht.